Hallo und herzlich willkommen zur Folge 108 vom Bite-Size Podcast. Mein Name ist Jens Eulius und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Kresse Michi am Start. Der Kresse Michi und Lars Weidemann. Moin. Kann auch direkt erzählen. Oh, da ist er, da die Kresse. Die wird weggenascht. Die wird weggenascht und ich fange jetzt praktisch gerade die nächste an. Sieht man das so ein bisschen, dass so die ersten kleinen Pflänzchen da wieder rauswachsen? Also ich war sehr zufrieden. Ich habe es fast komplett aufessen können. So die letzten, ich hatte so zwischenzeitlich vergessen, das nochmal nachzuwässern, weil du musst sie ja auch noch ein bisschen bewässern, wenn sie dann stehen. Sodass dann so das letzte Fünftel ungefähr hing dann mehr oder weniger durch und war dann auch nicht mehr ganz so frisch und nicht mehr ganz so genießbar. Aber trotzdem. Es war sehr erfolgreich. Du bist nochmal so eine kleine Kressefarm da aufbauen bei dir. das ist das langfristige Ziel. Das ist das langfristige Ziel, ja. Gar keinen Boden mehr haben, ne? Schlecht an. Was hast du, Mili? Gar keinen Boden mehr haben, einfach auf Kresse laufen. Aber auch Kresse. Ganze Wohnung aufstreuen. Du hast doch oben eine relativ große zweite Etage. Könntest du die nicht einfach zu so einer kleinen Kressefeld umbauen? Ja. Fehlt das Licht, aber ich könnte mir ja so richtig umständlich so mit UV-Lampen arbeiten und so. Also. Das lohnt sich bei Kresse richtig. Das ist, glaube ich, da kommst du auch einen guten Kressepreis. Der Kilopreis für die Kresse wird auf jeden Fall ordentlich rentabel sein für dich. Allein ein Kilo, Alter, weißt du, wie viel das sein muss dafür? Das ist ja nichts. Das ist ja weniger als ein Grashalm. Ja, schon, aber ich meine, wenn du eine Fläche hast, so mehrstöckig. 10 Quadratmeter mehrstöckig arbeiten. Wie diese modernen Bauten in China oder wo auch immer die stehen, mit diesen hängenden Gärten und so überall. Mm. Ich sag mal so, Michi, das ist ganz einfach. Du verzichtest auf alle deine Möbel, die kommen raus, du baust dir eine Hängematte auf, dass du in der Luft leben kannst. Ja. Der Rest wird Kresse. Dann hätte ich auch theoretisch Platz und gleichzeitig was zu essen für mein Pferd. War das ein Pferd? Wolltest du nicht irgendwas, irgendwie ein Kamel oder sowas haben? Ja, soll ich nicht irgendwie mit einem Pferd hier? Ein Alpaka oder so ein Kram? Den Podcast machen mit einfach auf Pferd hatten, wenn ich sowas irgendwie. Vielleicht war es auch ein Alpaka, aber irgendwie. Doch, nee, du hast recht. Ja, hoch zu Ross, ich erinnere mich. Hoch zu Ross, genau. Das war noch letztes Mal beim Podcast. Michi macht doch den nächsten Podcast einfach mal nur auf dem Pferd. Hoch zu Ross. Ja. Und ich bräuchtest dann auf jeden Fall auch so eine Fanfare und dann kommst du an auf die Kavallerie, nicht hier unterwegs. Oh, nice. Shit, ey. Das hört sich doch ganz gut an. Letzten Sommertage genießen hier. Schön. Einfach schön. Letzten Sommertage leiden. Ich will nur noch, morgen soll es ja anfangen aufzuhören. Und ich finde es. Schöne Woche Regen. Was sagst du? Schöne Woche Regen kommt jetzt erstmal. Ja, und das wird so richtig alles, diese ganze schwüle Scheiße mal wegnehmen. Und dieses Michi, es bleibt ja immer noch so 25, 26, 27 Grad, es wird nur noch schwüler, weil es geregnet zwischendurch. Die Luftfeuchtigkeit wird einfach maximal hoch. Also es soll recht wechselhaft sein. Sprich, du hast mal Sonntag. Ich hoffe, wir haben ganz viele solche Tage. Ich mutmaße einfach, dass das so Tage werden mit so, weißt du, wir haben 95% Luftfeuchtigkeit. Das spielt im Endeffekt überhaupt gar keine Rolle, was du anhast. Du bist einfach immer nass. Ja, ist auch so 10 Grad kühler, aber scheißegal, ist trotzdem einfach. Es spielt keine Rolle, es ist einfach nur feucht. Ja, deswegen, aber keine Ahnung, es ist ja trotzdem endlich passiert mal wettermäßiges, was anderes, außer. Aber ich meine, für alle, die es genießen, wünsche ich viel Spaß, nutzt das aus, geht nochmal grillen oder so. Gönnt euch. Ich tue es nicht. Wollen wir ein bisschen über Videospiele reden? Können wir machen. Freunde der Sonne. Wer will anfangen? Gucken wir mal, was. Ich fange sonst mal an. Ihr habt ja auch eine ganze Menge Überschneidungen da miteinander. Mm. Dann können wir damit abschließen. Eins davon habe ich auch 10 Minuten gespielt. Reden wir dann drüber. Absolut. Erstmal habe ich The Tourist gespielt. Das ist auch im Game Pass verfügbar. Ich glaube auch, dass Desert Train uns irgendwann mal eine E-Mail über das Spiel geschickt hat. Und ich habe es damals auch die Demo auf der Switch gespielt und habe es jetzt die ersten 3, ich nenne es jetzt mal Dungeons, gespielt, weil so wirklich Dungeons sind es nicht. Der Aufbau vom Spiel ist eigentlich, dass du spielst einen Urlauber und du reist dann in irgendwo in einem fiktiven, in so einem fiktiven Gebiet immer von Insel zu Insel. Und das Ganze hat so eine Voxel-Grafik und dazu kommt so ein Tilt-Shift-Effekt wie bei Octopath Traveler zum Beispiel, so vom Grund her. Also es ist von der Optik her echt ganz interessant gemacht. Und jede Insel, am Anfang gibt's quasi, gehst du in so ein Monument rein und da wird dir dann, ist unten so ein alter Mann und sagt, hey, hier auf den anderen Inseln gibt's auch noch Monumente und bring mir doch von jedem Monument den Kern und dann wird hier irgendwas aufgeklärt. Ja.
Also es wird, ist quasi, sag mal, gibt so einen ganz losen Aufhänger dafür, warum du das machst, was du tust. Mhm. Und wenn du dann auf dieser anderen Insel reist, dann gibt es meistens immer so eine Reihe an verschiedenen Quests, die thematisch sind zu dieser Insel. So zum Beispiel, ich glaube, die zweite war das. Da fand dann, das war so eine, da fand am Strand quasi eine riesen Party statt, aber irgendwas stimmte mit der Musikanlage nicht. Und du musstest dann quasi gucken, okay, da war dann quasi oben, wird dir dann plötzlich, wenn du auf der Tanzfläche stehst, ein Partymeter angezeigt und du musst dann quasi Sachen fixen wie die Lampen oder die Lautstärke von der Musik und all solche Sachen. Und das Partymeter geht dann immer höher. Wenn du das fertig hast, kriegst du quasi eine Belohnung dafür. Und dann findet die Party auch statt und keine Ahnung. Dann findet die Party statt, die geben alle richtig Knallgas, los geht's. Sind denn das Skillchecks hinter diesem Reparieren von irgendwelchen Sachen? Überhaupt gar nicht, nein, nein. Das Gameplay ist sehr, sehr simpel gehalten. Also es ist wirklich ganz oft Sachen, du musst Sachen einfach nur klicken oder von A nach B bringen. Und ganz oft greifen diese Quests auch ineinander. So zum Beispiel auf der ersten Insel war es so, dass man muss halt auf jeder Insel das Ziel ist, es halt in dieses Monument reinzukommen. Dann in den Monumenten gibt es meistens, sag ich mal, so 3, 4 verschiedene Räume, durch die du durch musst, in denen du Rätsel löst oder so kleine Jump-and-Run-Passagen. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du die Insel, sag mal, geschafft. Das ist so das Hauptziel auf der Insel. Aber es gibt halt noch diese kleinen Nebenquests. Und manchmal greifen diese Nebenquests auch in die Hauptquest ein. So auf der zweiten Insel war es zum Beispiel so, dass irgendein Typ an einem Fahrstuhl, der zu diesem Monument ging, war durstig und er wollte quasi was zu trinken haben. Und dann hast du woanders eine Quest gekriegt, dass an der Smoothie-Bar, dass du quasi verschiedene Obstsorten hinbringen musstest, um damit wieder neue Smoothies gemacht werden konnten. Und dann hast du davon einen bekommen, hast ihm das gebracht. Ah, ja, okay. Moment. Süß. Also es ist so ein bisschen, ich sag mal, Zelda-like in dem Sinne manchmal, dass du so kleinere Sachen lösen musst, um dann in das Dungeon reinzukommen. Und auch da ist es dann so, du kriegst, meinetwegen, jetzt habe ich gerade vor dem letzten Dungeon habe ich einen Sprint freigeschaltet. Und der war dann natürlich thematisch eingebaut in das nächste Dungeon. Also der war quasi notwendig, um da aber überhaupt. Den behältst du dann auch für die nächsten. Den behält man dann auch. Ähnlich wie auch bei Zelda, wenn du meinetwegen Boomerang freischaltest. Du hast dann den Boomerang. Aber es gibt meistens einen Boomerang-Dungeon. So genau, wo du wirklich das anwenden musst, damit du weiterkommst. Ja. Ja, das Hauptproblem bei dem Spiel ist eigentlich, dass so cool die Grafik aussieht, es ist unglaublich schwer in Jump-and-Run-Passagen, sag mal, die Tiefe von den Distanzen und sowas einzuschätzen. Das macht die solche, also gerade jetzt in dem dritten Dungeon war es, waren sehr viele Sachen, wo du den Sprint in Kombination mit Springen auf bestimmte, manchmal sich bewegende Plattformen einsetzen musst. Und das richtig hinzukriegen, ist teilweise so schwierig gewesen. Und das nicht, weil unbedingt das, was sie einem jetzt, was nicht die Herausforderung an sich schwierig ist, sondern weil es einfach super schwer ist, aufgrund von der Grafik und der Art und Weise, wie die Kamera eingesetzt wird, die Distanzen richtig einzuschätzen. Das fühlt sich nicht richtig an, dass es deswegen schief geht. Ja, du, ich weiß, warum es schief ist. Es geht schief, weil man es nicht richtig sehen kann. Es ist super verwirrend, die Tiefe von den Räumen einzuschätzen und die Distanzen zu bestimmten Sachen. Und gerade für diese Art an Spiel ist es manchmal echt super frustrierend, muss ich sagen. Also ich würde schätzen, das ist ein ziemlich kurzes Spiel, wahrscheinlich ein paar Stunden lang. Wird wahrscheinlich einfach nur dadurch länger gemacht, wie lange du brauchst, um durch solche Passagen durchzukommen. Weil die restlichen Gameplay-Aspekte sind alle wirklich relativ simpel und eigentlich hauptsächlich witzig, die zu machen, weil es im Kontext von den Inseln lustig ist, da unterwegs zu sein. Ist auf jeden Fall echt ein ganz nice Spiel. Werde ich trotzdem noch weiterspielen, alleine weil ich glaube, dass ich müsste relativ nah vorm Ende sein, schätze ich mal. So 2/3 auf dem Weg. Undermine hatte ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Das war ja, ist dieses Roguelike Binding of Isaac-artige Spiel gewesen, wo man unten jedes Mal in so Minen reingeht. Leider hat aus irgendeinem Grund wurde mein Spielstand nicht mit der Microsoft Cloud verbunden und mein kompletter Fortschritt ist weg. Warst du nicht letzte Woche auch noch so super begeistert von dem Spiel? Ja, ich hab's jetzt auch wieder angefangen. Ich hab dann, wollt's weiterspielen, hab das gesehen, dachte so, nope, unter gar keinen Umständen. Weil gerade in so Broke-Likes, ihr kennt das ja, weißt du, Michi, Dead Cells, die ersten 2 Stunden sind mit Abstand die ranzigsten, weil du hast noch nicht viele Waffen freigeschaltet. So, das ist noch nicht, das ist beim ersten Mal cool, um das Spiel kennenzulernen, aber du willst es eigentlich nicht ein zweites Mal machen. Das willst du auf jeden Fall, den Part, also den mittleren Part wiederholst du ja immer und immer wieder, bis du dann praktisch dann wieder was bekommst, was dir wirklich weiterhilft und nicht nur Neues irgendwie bekommst. Und ja, der Anfang von solchen Spielen ist einfach echt müßig. Ja, ärgerlich, dass das nicht verbunden war. Also, das ist ja echt. Ich hab's auch nicht, keine Ahnung, woran das lag. Es hat mich auf jeden Fall ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe jetzt wieder angefangen, bin noch nicht ganz wieder da, wo ich letztes Mal war.
Aber das Spiel macht genug Spaß, dass ich, glaube ich, trotzdem da nochmal am Ball bleiben werde. Also, es ist wirklich eins von den besseren dieser Spiele, muss ich sagen. Mm-hmm. Dann vom sagen wir mal, dem Pre-Patch, jetzt da versuche ich mich möglichst kurz zu halten, weil ich weiß, dass manche Zuhörer sehr gelangweilt sind davon, wenn wir von WoW reden. nur einige Zuhörer. Michi, bei dir ist mir das egal. Du musst da durch. Ja, nee, das mag sein, aber geht aber die gleichen Camera, aber leg los. Und zwar ist jetzt gerade auf dem Testserver quasi der Pre-Patch draußen, also der Patch, der dann rauskommt, bevor die tatsächliche Erweiterung erscheint. Da wollte ich mich mal nur kurz ein bisschen drüber aufregen, weil ich glaube, Miller wird's kennen. Miller, erinnerst du dich an den Pre-Patch vor Wrath of the Lich King? Mit dieser Zombie-Invasion in den Hauptstädten, wo du im Endeffekt den gesamten Pre-Patch lang in keine der Hauptstädte rein konntest, weil überall Zombies rumliefen und du eigentlich immer sofort gekillt wurdest? Und es ist wieder so was? Es ist exakt genau das. Nee, die haben. Aber. Es ist quasi das gleiche Event. Ich habe halt auch jetzt gerade ein schönes Meme, sage ich mal, beziehungsweise einfach was im Reddit gesehen. Das war so ein Bild zum Verlauf des Mists of Pandaria Addons und jetzt dem aktuellen BFA Addons. Achso, ja, das mit der Story. Genau das gleiche. Also, es fängt an mit, dass eine Allianzstadt ausradiert wird, beziehungsweise angegriffen wird. Danach wird der Warlord der Horde zum Tyrannen. Danach gibt es Krieg, Horde gegen Allianz, und danach wird ein Portal geöffnet und so wird das alles geregelt. Und genau, das so ist genau das Gleiche, was jetzt wieder passiert, oder? Als jemand, der quasi jede Erweiterung gespielt hat, könnte ich dir nicht eine einzige Sache sagen, die in irgendeiner Erweiterung passiert ist. Es ist mir sowas von egal. Wir könnten auf einen riesen Blob hauen, solange der am Ende lilane Gegenstände fallen lässt, ist mir das sowas von Wumpe. Ja gut, also, das Ding ist aber auch, wie viele Erweiterungen gibt es inzwischen? 6, 7, 8? Keine Ahnung. 1, 2, 3. Das ist gleich die siebte, oder? Müsste das sein, ja. Okay, worauf hinaus wollte einfach nur, es sind ja so viele, dass du ja storymäßig vielleicht auch schon eine Menge erzählt hast in der Welt, dass du vielleicht auch einige Sachen einfach wiederholst, weil es einfach ist, das zu wiederholen. Ja, ich sag mal, wenn man es auch ganz streng sieht, sind in allen Sachen ganz viele Geschichten immer super ähnlich, wie sie dann im Detail erzählt werden. Darauf kommt es dann ja letztendlich an. Richtig. Mir ist es komplett egal, was dort erzählt wird, weil ich lese mir, kann dir jetzt schon sagen, ich werde mir keinen einzigen Questtext durchlesen. Ich laufe einfach auf den Marker dahin, wo der auf der Map ist, um möglichst schnell Max-Level zu haben und dann, also, das guckt mich alles nicht. Das ist nicht der Grund, warum ich das Spiel spiele, sag ich einfach mal. Aber was mich auf jeden Fall ärgert, ist das, also ist das wirklich so, dass das richtig den Spielfluss stört mit den Zombies da in den Städten, oder? Es ist mega nervig. Sag mal so, wenn du ein Level hast, bei dem du fliegen kannst, dann kannst du manchmal schnell genug auf deinen Mount, damit du fliegen kannst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ein neues, so ein Einführungsgebiet für neue Spieler, die reinkommen, gibt es quasi von 1 bis Level 10, ist so ein Gebiet eingeführt worden, bei dem du wirklich Stück für Stück alle Mechaniken, die eigentlich im Spiel so drinne sind, also die Art und Weise, wie bestimmte Quests funktionieren, werden dir wirklich Stück für Stück beigebracht. Und das Ganze endet dann mit so einem kleinen Mini-Dungeon, was du mit zwei anderen Spielern noch spielst. Gab's so in der Form tatsächlich auch noch nicht. Und da werden dir dann zum Beispiel auch so, sag mal, ganz simple Boss-Mechaniken und so erklärt. Mm-hmm. Also es ist eigentlich echt, ich wollte es mir mal angucken, das ist wirklich cool gemacht. Es dauert ungefähr eine Stunde oder so und du bist dann Level 10 und wirst dann quasi in die normale Welt weitergelassen. So, aber wenn du da rausgehst, dann landest du in einer der Hauptstädte und die Hauptstädte waren komplett überlaufen von Zombies. Also wurdest du eigentlich die ganze Zeit immer nur komplett, also instant gekillt und konntest im Endeffekt von dem Moment an nicht weiterspielen. Ich meine, liegt Ding das an den Level? Wenn du hoch genug Level wärst, könntest du dann alle. Du wirst immer gekillt, weil es sind so viele Zombies, dass du einfach immer gekillt wirst. Also die haben wirklich einfach nur die Funktion, das einfach zu unterbrechen, dass du dich da frei bewegen kannst. Das Ding ist, wenn du quasi stirbst durch einen Zombie, wirst du selber ein Zombie. Also die Zombies sind alle von anderen Menschen gesteuert. Die laufen halt da rum und stiften Chaos, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ding ist, ich hab mich heute eingeloggt und es war kein einziger Zombie mehr da. Also weiß ich nicht, ob das quasi einfach nur eine zeitlich begrenzte Geschichte sein wird oder ob das Feedback so negativ war, dass sie es jetzt doch nicht machen. Ja. Ich hoffe letzteres. Ja. Stell dir vor, du bist in der Hauptstadt und willst einfach bloß deine Taten, also einfach bloß deine Sachen machen. Du bist irgendwie Schmied und willst deinen Beruf 5 Dolche herstellen, um die zu verkaufen. Musst dich dafür ins AH stellen und ganz genau gucken, was du für Materialien für diese Dolche brauchst, die du herstellen willst. Du brauchst halt Ruhe. Mach dir eine Liste fertig, genau, bis da machen. Und auf einmal kommen da 10.000 Zombies an und du kannst ja einfach bloß, okay, entweder ich mache jetzt hier mit bei dem Spaß oder ich gehe einfach off. Ja, genau. Ich würde off gehen, weil ich gefrustet bin, weil ich gerade was anderes machen wollte und das jetzt nicht mehr machen kann, ich mein, obwohl das eigentlich. Die Städte sind doch die Hubs. Da regelst du doch alles. Also, das Ding ist.
Das Ding ist, es gab quasi eine Ausweichlösung. Du bist in, sag ich mal, nicht die Hauptstädte gegangen, also so Silver Moon. Das sind zwar immer noch Hauptstädte, aber sind nicht die, die quasi in solche Events eingebunden sind. Da ist sonst nie irgendeine Person. Die waren jetzt ziemlich voll, weil alle Leute, es ging halt auch, der Pre-Patch hat halt auch die ganzen Klassenänderungen und so drin. Und natürlich ist das eigentlich das Interessanteste. Hey, okay, die Klassen, die ich gerne spielen möchte, wie fühlen die sich jetzt an? Wie funktionieren die neuen Talentbäume? Halt solche Sachen. Ist das Max-Level jetzt auch auf 60? Jetzt aktuell ist es dann 50 und 60 wird es mit dem Erscheinen von der Erweiterung. Und auch die ganzen Zahlen sind runtergeschraubt. Du machst nicht mehr 17 Millionen Schaden, sondern ein paar Tausend. So, ein bisschen andere Menge. Gehen wir dann in 6, 7 weiteren Addons wieder drüber? Das innerhalb von 1 bis 2 kriegen wir es in der Regel hin. Das ist dann wieder 1 Million und mehrere. Ja. Und 5 später wird dann schon wieder runtergeschraubt. Ja. So ein Kreislauf. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich genauso wie der Lore und alles. Es dreht sich alles. Das ist schön. Weißt du immer, was du bekommst irgendwie. Ja. Ja, die letzte Sache, die ich gespielt habe, ist Star Realms. Das ist kein Videospiel, sondern ein Zweispieler-Kartenspiel, ist quasi ein Deckbilder im Endeffekt. Das habe ich mit Tami gestern Abend gespielt, so ein paar Runden. Das Spiel ist echt ziemlich genial gemacht. Wir hatten nämlich mal so ein bisschen rumgelesen, okay, was sind eigentlich coole Spiele, so Brettspiele oder Gesellschaftsspiele, die man zu zweit spielen kann. Und weißt du, da gibt es so Pandemie und irgendwie Gloomhaven und so ein Kram. So, das sah auch ziemlich nice aus, aber Gloomhaven kostet irgendwie fast 200 Euro. Okay. Und dann sind wir dann auf Star Realms gestoßen. Das ist echt nur so, ich glaube, es sind 80 Karten oder so, die da drinne sind. Und das Spielprinzip ist eigentlich relativ simpel. Jeder startet am Anfang mit der gleichen Menge an, sag ich mal, so Handelspunkten in der Hand, die du dann von dem Stapel ziehst, von deinem Deck. Und die kannst du dann ausspielen, um in der Mitte werden immer 5 Karten aus dem Gesamtdeck aufgedeckt. Richtige und Karten, dann. Die haben richtige Karten. Die Karten sind entweder Raumschiffe oder Basen und die kaufst du dann für die Punkte. Und du nimmst dann quasi immer, die ziehst dann immer 5 Karten nach, wenn du dran bist und kannst dann auch immer, es gibt quasi keine Ressource, um die Karten auszuspielen. Alles, was du auf der Hand hast, kannst du ausspielen und dann damit agieren. Und damit kannst du dann entweder wieder neue Sachen in der Mitte kaufen oder den Gegner angreifen oder seine Basen angreifen. Mhm. Und das Spiel hat echt, hat halt so ein bisschen diesen Hearthstone-Faktor, so vom Grundding her. So, es gibt 4 verschiedene Fraktionen in dem Spiel. Und wenn du mehrere Karten von einer Fraktion quasi ausgespielt hast, dann haben die meistens nochmal so extra Fähigkeiten, die dann ausgelöst werden können. Und die Fraktionen sind, sag ich mal, auch alle, haben halt quasi so bestimmte Typen. Also so zum Beispiel Grün war die Fraktion, die hauptsächlich einfach nur so direkten Schaden hat. Und die Fraktionskombo bei denen war dann einfach meistens nur mehr Schaden. Oder die blaue Fraktion war ganz viel eigene Heilung. Also wenn du mehrere Sachen davon ausgespielt hast, hast du einfach wieder zurück Lebenspunkte gekriegt. Du kannst das es auch Ziel kombinieren, ist, ne? Du hast jetzt nicht nur eine Fraktion, die du... Nee, du entscheidest, welche Karten du aus diesen 5 in der Mitte kaufst und dann kommen quasi immer neue Karten automatisch nach. Und man ist dann quasi jedes Mal abwechselnd dran und klar, ne, je weiter das Spiel geht, desto teurere Karten bist du irgendwann in der Lage, dir aus der Mitte zu kaufen und desto schneller geht das dann auch irgendwann so. So reguliert sich so die Spielzeit so ein bisschen selber. Wir haben jetzt 2 Runden gespielt, die eine ging 20 Minuten ungefähr, das war die erste Runde, und die andere ging knapp 40. Mhm. Also denke ich mal, so irgendwo in dem Rahmen wird sich das, glaube ich, auch einpendeln natürlich. Ist auf jeden Fall echt ein super witziges Spiel. So, das vor allem, wenn man erstmal die Regeln verstanden hat und die sind eigentlich nicht so super kompliziert, dann dauert es wirklich, du baust das Spiel, du teilst quasi die Karten aus und du bist innerhalb von 2 Minuten dabei, das Spiel zu spielen und dann. Ich meine, es steht ja auch immer auf den Karten drauf, was wahrscheinlich gemacht werden kann damit, so, ne? Das heißt ja auch, die Regeln sind wirklich ganz klar. Es ist im Endeffekt, wenn jeder dran ist, gibt es immer 3 Phasen, die jeder Spielzug hat. Die erste Phase ist quasi so eine Aktionsphase, in der kannst du die Karten, die du gerade gezogen hast, die 5, kannst du ausspielen. Wenn du die ausspielst, generierst du damit Handelspunkte, wenn die auf den Karten draufstehen. Von den Handelspunkten kannst du neue Karten in der Mitte kaufen. Oder die generieren Kampfpunkte und mit den Kampfpunkten kannst du angreifen. Und dann gibt's noch dann gibt's manchmal noch Sondereffekte, so typische Sachen wie zerstörende Karte auf deiner Hand oder sowas. Und wenn die Karten ausgespielt wurden, kommen die quasi auf einen Abwurfstapel und du ziehst dann so lange von deinem Deck, bis dein Deck leer ist und dann mischst du wieder deinen Abwurfstapel und dann ist das wieder dein Deck, von dem du ziehst. So gleicht sich das quasi aus, dass immer, wenn du neue Karten hinzukaufst, die kommen auch sofort auf den Abwurfstapel.
dass du quasi immer einen stetigen Fluss an neuen Karten und auch in einer neuen, in einer unterschiedlichen Reihenfolge im Endeffekt hast. Ja. Ist auf jeden Fall echt, das hat echt super Spaß gemacht, muss ich sagen, das Spiel. Werde ich bestimmt, wie gesagt, wir haben gerade erst mal 2 Runden gespielt, werde ich vielleicht nächste Woche, da werden wir heute Abend bestimmt noch mal ein paar Runden von da drin. Ja, auf jeden Fall, das ist ein netter Zeitvertreib, hört sich gut an. Ja, und dann das andere, ich habe 10 Minuten Total War Troy gespielt, das war ja umsonst im Epic Game Store. Ich habe es wirklich nur angemacht, ich habe es installiert, angemacht, habe diese Kampf-Intro-Mission gespielt, weißt du, wo einem erklärt wird, wie man kämpft, und dachte mir so, habe ich echt maximal keinen Bock drauf. Dann habe ich es ausgemacht. Hattest du keinen Bock auf das Intro oder auf das Spiel an sich? Beides. Beides. Also, wir haben da ja schon häufiger drüber geredet. Ich glaube, ein anderes Setting könnte mich da vielleicht abholen. So, weißt du, wie das Warhammer-Setting? Das finde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen interessanter. Weil an sich, vom Ding her, erinnert mich das sofort an sowas wie Heroes of Might and Magic. So vom Grundkonzept her. Wie das Kämpfen ist klar anders, logischerweise. Das ist klar, ja, aber du hast ja auf jeden Fall zwei Karten, auf die du spielst. Du hast ja einmal immer die Kampagnenkarte und einmal die genau. Also, das war mein erster Gedanke. Ich habe halt noch nie ein Total War-Spiel gespielt. Mein erster Gedanke war, irgendwie scheint mir das wie Heroes of Might and Magic zu sein. Also den Vergleich, den habe ich noch nie gehört, aber der ist gar nicht verkehrt. Wie gesagt, ich war einfach nur, und ich finde auch das Setting fand ich, und dann erzählt er mir da die ganze Zeit irgendwas von irgendwelchen Leuten, die irgendwie die eine Frau ist abgehauen. Das hat mich absolut überhaupt nicht irgendwie die eine Frau ist abgehauen. Also ich meine, das ist halt die Story von Troja, ne? Ich meine, da könnte man ja schon ein paar Leute ja kennen. Ja, aber ich fand's einfach wirklich, also ich habe keinen erkannt von den Leuten, über die da geredet haben. Das war eine mir nicht bekannte Geschichte. Ich glaube, ich konnte am Anfang auswählen zwischen 3 Kampagnen oder so und ich habe einfach die einfachste genommen. Ja. Und die bei den anderen hätte ich vielleicht jemanden gekannt, hier kannte ich absolut niemanden. Nee, auf jeden. Kann sein, dass sie dafür, also ich habe die Intro-Mission halt auch nicht gespielt, ich auch nicht. Ich hab direkt rein. Was hast du denn gespielt, Mili? Ich habe Achilles gespielt. Ja, auf jeden Fall. Der sagt halt noch was, oder? Ja. Deswegen habe ich den auch gespielt. Also Schwierigkeitsgrad normal. Ganz gut, eine ganz interessante Startposition, fand ich, weil du suchst ja aus, du hattest auch, ich weiß gar nicht, dir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen, Jens, dass du oben auch noch wechseln konntest. Du hast zwischen Troja und halt den Olympiern, keine Ahnung, Griechen. Ja. Ich habe einfach immer nur auf Tutorial, yep, mach ich weiter gedrückt, bis irgendwann der Punkt kam, wo ich dachte, ich glaube, ich werde nicht nochmal auf weiter drücken. Ja, okay, gut. Ja gut, aber vielleicht ja irgendwie irgendein anderes Total War irgendwann mal. Tja. Okay, aber ja. Milli, wie viel hast du denn da Punkte schon gespielt? Also ich habe jetzt nicht so super viel gespielt bisher. Ich habe halt Achilles, wie gesagt, reingestartet und ich habe auch 2-mal reingestartet, weil das erste Mal habe ich reingestartet und den ersten Kampf gewonnen und danach die erste Stadt belagert und gleich ein bisschen zu schnell reingerusht und Gebäude gebaut wie ein Lustiger, ohne mal auf meine Zufriedenheit zu achten und so diese typischen Anfängerfehler, ja, einmal wieder alle gemacht, sofort auf die Fresse bekommen und gedacht, okay, das fängst du nochmal neu an. Das ist mir auch alles passiert. Ja, dann, es war ja jetzt auch das erste Total War, das ich gespielt habe seit, Shogun? Was hab ich denn? Shogun 2 gespielt, glaube ich, damals noch ein bisschen. Ich hab die Rome gespielt, ich habe Shogun beide gespielt. Attila habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Was ist denn das letzte denn in der Reihe? Dann gibt's noch Thrones of Britannia, was noch so ein Historien-Ableger ist. Ich glaube, das habe ich auch nicht gespielt. Das war auch nicht sehr erfolgreich. Und dann gibt's halt das Warhammer-Ding noch. Und das war's. Genau, nee, denn und Three Kingdoms halt noch, das habe ich halt auch noch nicht gespielt. Hast du Empire also noch ja, gespielt? Empire habe ich auch gespielt. Dann ist Total War Rome 2 das letzte vom so, ich habe jetzt hier gerade mal, genau, vom zeitlichen, was ich gespielt habe. Also so ist 7 Jahre her, dass ich das letzte Mal ein aktuelles Total War gespielt habe. Das heißt, viele von den neuen Mechaniken, das ist halt ein Saga-Spiel, das muss man auch nochmal dazu sagen, das ist ja so eine abgespeckte Version von einem richtigen Total War-Spiel. Genau. Aber trotzdem so viele von den neuen Sachen, dass du jetzt deinem Hero wie Achilles, den ich dann ja gespielt hatte, Items geben kannst, die du zum Beispiel bei Kämpfen findest und so mit irgendwelchen Reishüten und Äxten und sowas. Ja, genau. Die dann und irgendwelche so Werte geben und so, ne? Das sind halt diese ganzen Rollenspielmechaniken, die so ein bisschen über Warhammer jetzt rübergeschwappt sind, so ins Historische rein. So. Da hast du ja die 5 neuen, also du hast ja jetzt generell 5 Ressourcen irgendwie, was ja auch echt ein Riesenunterschied ist zu den, davor hattest du immer nur Gold und dann hatte jede Fraktion vielleicht irgendwie 1-2 spezifische Ressourcen, aber jetzt jede Fraktion 5.
Was ich auch ganz cool finde, weil das ist irgendwie so, du hast ja für Einheiten Rekrutierung nutzt du dann Nahrung natürlich und für den Bau von Gebäuden dann halt Holz und Stein. Und dann gibt es halt noch Bronze und Gold, die dann mehr so für besondere Einheiten sind. Was ich dann irgendwie wieder ganz cool finde, weil du halt, das macht ja auch irgendwie keinen Sinn, dass weil du ein Gebäude baust, kannst du dir halt eine Armee nicht mehr leisten. So, das ist, finde ich so ein bisschen besser, dass es ein bisschen getrennt ist. Ja. Das ist auf jeden Fall noch anders. Das ist ja noch anders hier, ja, weiß ich nicht, gerade bei den Schlachten. Ich muss sagen, also so von dem, was ich auf jeden Fall bisher für einen Eindruck habe, ich habe auch noch nicht viel gespielt, weil ich habe eigentlich ein anderes Spiel viel mehr gespielt letzte Woche, ist, dass ich einfach schon wieder nichts einfach auf den Schlachtenkarten getan hat. Und da ist nämlich das Ding, Warhammer und das Setting von Warhammer, dieses Fantasy-Ding, das hat halt so einen besonderen Kick, weil du halt einfach echt, du siehst diese Einheiten, die halt echt total krankes Design und komische Animationen haben und so und denkst dir, okay, ich will die nächsten Einheiten sehen. Aber im Grunde genommen, wo ist jetzt bei Total War Troy der Unterschied zwischen den ersten Speerkämpfern, die du kriegst, und den nächsten, die du kriegst, weil, okay, die haben ein bisschen coolere Rüstung, aber im Großen und Ganzen ist das der gleiche Kladderadatsch in einer anderen Farbe, so. Da fehlt mir auf jeden Fall, und ich kann mir auch vorstellen, dass es einige von den Leuten, die da so richtig Fans sind, so wie ich, da nicht ganz so abgeholt werden. Gerade wenn es um Langzeitspaß geht. Da fand ich jetzt gerade, das hast du wahrscheinlich auch noch nicht gemacht, aber du kannst ja jetzt auch irgendwie so mythische Kreaturen oder mythische Kämpfer, sage ich mal, anheuern. Ich habe leider keinen gefunden, weil du die irgendwie in verschiedenen Regionen finden kannst, wenn du einfach rekrutierst, musst du halt Glück haben, dass du einer ist. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstelle, weil ich bin eigentlich mega happy, dass es halt ein normales Total War ist und kein Warhammer-like Fantasy Total War, weil ich mag das viel lieber, da einfach meine historischen oder beziehungsweise halbwegs historischen Einheiten zu haben. Finde ich auch, bin ich auch voll auf deiner Seite, nur dann trennt das. Also so, das Ding ist, ich habe jetzt direkt neben meiner Startprovinz habe ich hier so ein halt andere Städte gehabt, wo du Zentauren dir holen konntest. Und Zentauren sind ja in der Mythologie diese halb Mensch, halb Pferd Viecher. Und das sind halt einfach nur Dudes auf Pferden. So, das ist Thema durch. Also, okay, ja, aber wie hattest du die, also sind das jetzt, meinst du, das war das als Vorschlag, Dudes auf Pferden, oder ist es so? Das ist so. Die schon rekrutiert? Ich habe die rekrutiert gut. Und die sind dann einfach ganz normale. Dann bin ich happy, Leute. Weil das war noch so ein Ding, wo ich ein bisschen Schiss hatte, weil das freut mich, dass es so ist, weil ich finde das interessant, das so zu sehen halt, dass es, wie es ja wahrscheinlich auch war, nicht, dass es einfach bloß Lügen sind, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, und dann war da so ein Typ, der ist halb Pferd, halb Mensch oder sowas, sondern das wirklich, das war halt eine Elite-Reiterstaffel von 5 Leuten oder sowas. Die halt einfach alles zerfickt haben, weil die einfach jeden Tag nur trainiert haben und aber dadurch hat sich was gebildet. Push-ups sind jetzt auf die Pferde rauf. Das sind halt die Bodybuilder-Chats gewesen auf ihren Ponys. Aber es ist trotzdem ein bisschen verzerrt, weil eigentlich so, es ist ja nun mal nicht so, dass die eigentlich so in den Kriegen damals wirklich eine Rolle gespielt haben. Sprich, das habe ich euch schon mal gesagt, es erfüllt halt beide Seiten nicht komplett, sondern es ist nur so ein Halb-Halb. Also ich meine, da sehe ich halt mehr das Glas halb leer, weil ich finde, das ist halt einfach so. Kannst du jetzt halt so sehen? Wie hättest du es denn lieber gemacht? Also ich hätte einfach nur mir gewünscht, entweder die gehen diesen, weiß nicht, ob du das Spiel noch kennst, Age of Mythology, was ja dieses Age of Empire-mäßige Spiel war, mit wo aber alles drin war an Medusa. Auch mit und so einem Scheiß. Genau, ja. Wo du einfach alle komischen Viecher irgendwie auf dem Feld hattest. Das hättest du ja easy machen können. Minotaurus und so und Centauren und so, der ganze Spaß ist ja drin, nur das sind halt ganz normale Dudes. So. Oder du gehst halt wirklich den historischen Weg und dann lässt du den ganzen Mist weg. Also wirklich, dann sagst du, da sind keine Zentauren drin, weil die haben historisch gesehen, die gab es halt wahrscheinlich wirklich so gut wie gar nicht. Also wirklich so, keine Ahnung. Deswegen, ja, so gut wie gar nicht. Es gab schon, es gab 6-7 Zentauren, so 6-5, aber nicht so viele. Irgendwoher kommt ja die Legende, irgendwoher kommt es ja. Und natürlich sind wahrscheinlich ein paar Leute rumgeritten, wo du dachtest, okay, das ist ja wie halb Pferd, halb Mensch. So. Das ist deswegen, natürlich, ja, aber die haben halt nicht. Da war halt keine Armee, also wenn es diesen Krieg mit Troja wirklich gab, und da wird ja auch schon drüber spekuliert, dann wird es auf jeden Fall auch keine Armee mit Zentauren gegeben haben, auch wenn das nur normale Dudes auf Fern waren. Weil das ist, ich weiß es nicht. Es ist so, ich würde es mir halt auch mehr wünschen, keine Ahnung. Man soll da halt einfach ein riesen Viech rumlaufen und die Scheiße halt wegdonnern. Ich meine, die Helden in dem Spiel können sich jetzt auch wieder heilen und so ein Spaß, was halt auch, weißt du, du kannst dich ja nicht auf dem Schlachtfeld heilen. Was ist das für eine komische.
Alles auch egal. Es ist auch nur die Schlacht und die Schlachten haben sich, wie gesagt, wieder nicht viel verändert. Ich finde, die Kampagnenkarte sieht wieder ganz cool aus. Diplomatie, du kannst jetzt auch schon seit dem letzten Teil Thrones of Britannia, kannst du wieder Regionen austauschen, was ganz, ganz vielen Tolvoteilen nicht ging, was irgendwie ganz cool ist, dass du deine, du hast ja immer diese Provinzen, wo, wenn du die voll hast, kannst du da Erlasse machen und so. Damit du das praktisch eintauschen kannst, wenn du Verbündete hast, die das erobert haben, damit du die nicht mit denen Krieg anfangen musst und so. Das ist alles schon mal wieder ganz cool. Die UI sieht super geil aufgeräumt aus. Denn hast du, jede Fraktion hat echt ganz eigene Mechaniken und so. Ich meine, ich habe jetzt so zwei verschiedene praktisch schon mal einmal kurz mal reingeguckt, so eins ein bisschen länger und das andere. Aber du hast auf jeden Fall, gehen sie immer mehr diesen Weg, dass die Fraktionen sich auf der Kampagnenkarte unterschiedlich anfühlen. Das war so früher, glaube ich, so eigentlich so das Schwächste eigentlich an den Tolobo-Spielen. Und das ist halt jetzt besser geworden. Und es soll halt auch ein geiles Endgame noch geben. Aber ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich ein neues Tolobo habe, aber es ist irgendwie nicht so, dass ich jetzt denke, okay, wie geil ist das denn? Sondern es ist halt einfach ein neues Saga-Teil. Ist halt schön zu sehen, wie sich da so die Meinungen trennen, was Mythologie und Realismus angeht und so. Also mich hätte das Spiel null interessiert, ich hätte das wahrscheinlich nicht mal angefasst, wären da wirklich irgendwelche Zentauren und solche Viecher mit rumgelaufen, so wie Total War Warhammer. Mhm. Ist einfach in dem Setting, in der Art von Spiel überhaupt nicht meins. Ja, ja. Und du bist dann eher so, dass du sagst, ja ey, bevor du da jetzt Leute auf Pferden Zentauren nennst, lass sie lieber gleich weg oder hau da das richtige mythologische Viech hin. Ja, auf jeden. Also es ist ja auch Geschmackssache. Und das ist ja auch cool, dass da verschiedene Leute halt auch bedient werden, dass sie halt auch verschiedene Sachen halt auch anbieten und so. Du wirst bedient. Also bei diesem Teil kann man sagen, werde ich eher bedient. Ich finde das vom Setting her und sowas. Mir gefällt das ganz gut. Ich hatte überhaupt gar kein Interesse an Warhammer, Total War oder so. Ich mochte lieber halt Shogun, Rome und so, diese Empire, die Klassiker. Genau, und ich finde das, also mir gefällt das dafür. Ich muss halt dazu sagen, hätte ich es mir gekauft als Saga-Titel. Ich weiß gar nicht, wie teuer die Saga-Titel sind, wenn du sie kaufst. 40 Euro vielleicht ein bisschen happig, wenn ich jetzt jedes Total War gespielt hätte und dafür jetzt wieder so ein, es ist ja letztendlich, diese Saga-Spiele sind so gefühlt so ein Reskin einfach bloß. Genau, ein bisschen genau. Was extra dazu. Aber ja. Dafür, dass ich es umsonst bekomme von Daddy Epic Games, muss ich sagen. Ja. Ja, Daddy bedient uns, das ist nett. Der Sugar Daddy. Sugar Daddy, Alter. Bis noch anschaffen gehen. Nein, also ich weiß auch nicht. Ich habe noch nicht viel gespielt. Ey, wenn Sugar Daddy gesagt wird, ein bisschen anschaffen gehen. Redest du einfach? Die Worte sprudeln nur so aus dir raus. Ja, auf jeden. Aber funktioniert doch irgendwie. Ja, keine Ahnung. Kann man dazu noch irgendwie was sagen? Ja, ich glaube nicht. Also wahrscheinlich wird es nächste Woche noch mal ein kleines Update geben, wenn man noch mal ein, zwei Stunden mehr reingesteckt hat. Aber ja. Ja, und dann können wir als nächstes ja noch über Civ reden, ne? Ja, genau, weil viel mehr als das beides habe ich jetzt diese Woche eh nicht gespielt. Ja. Ja. Wir haben zu dritt nochmal eine Runde Civ reingestartet. Also nicht wir drei, weil Jens ist da ja auch nicht so der Hat große sich da Fan. Geweigert. Oh, wow, unter gar keinen Umständen. Weiß gar nicht, also was ich finde das Spiel jetzt gar nicht mal super kacke. Aber ich kann mir das schon so richtig vorstellen. Ihr seid bestimmt auch so richtig die schwitzigen Tryhards da. Der wird überhaupt nicht entspannt. Der wird erstmal richtig schön die ganze Zeit nur irgendwie. Ich sehe doch Miller schon, der hat schon eine Bildorder im Kopf, da muss ich ihn mal angucken gerade. Tatsächlich hast du das alles ziemlich richtig geschätzt. Also gerade ja, Willi. Das. Alter, hier fliegt gerade irgendwie ein Flugzeug, könnt ihr das hören? Ja, also so ein bisschen, nee, ne? Ich höre es bei mir, nee. Aber nicht durch dich halt. Ich höre dich nicht, alles gut. So hammerlaut, egal. Ja, ich weiß nicht, Willi, du hattest ja direkt schon einen Tag vorher gesagt, wo wir es abgesprochen haben. Ja, ich werde mal auf jeden Fall mal einen Meta-Guide oder schön, wieder vier Bildschirme auf und dann. Tierliste. Das Ding ist, das war natürlich nur ein Scherz mit der Tierliste. Das Problem ist, ich habe natürlich trotzdem eine Build-Order im Kopf und weiß, wie das Spiel funktioniert und wie man ungefähr spielen muss. Das Ding ist, das Game ist aber völlig egal, weil wir als Team gespielt haben und Michi war so kriegsgeil und hatte so Bock auf Blut. Das Blut fließt. Ich habe so keine Chance hatte, mein Game auszuspielen, wie ich es wollte. Ey, aber wie oft war ich schon derjenige, der da irgendwie saß und ey, gar nichts lief. Und ich habe dieses Mal, oh, das lief mal so geil, oh mein Gott. Ich konnte mal so richtig schön einfach nur richtig groß werden und keine Ahnung. Ich hatte halt, das ist halt auch so geil bei dem Game, ne? Du standest einfach in so einer Stadt, wo einfach alles um dich herum Minen sind und irgendwelche Kupfer.
Kacke und was weiß ich. Und dann ist deine Produktion einfach Arsch hoch und dann brauchst du halt einfach Truppen, weil einfach mit Produktion kannst du am besten einfach Armee bauen. Und Armee ist einfach das Wichtigste in diesem Spiel, es ist einfach so. Und dann läuft es einfach, keine Ahnung. Und dann übernimmst du deine erste Stadt und dann deine nächste und keine Ahnung. Und schon hast dein erster Nachbar einfach völlig weg erodiert, keine Ahnung. Und du hast alles, was er hatte vorher und du bist riesig, keine Ahnung. Oder Sülemann kommt halt einfach an und radiert die Städte von, was war das, Saladin einfach aus, weil er keinen Bock hatte auf, wie sie standen. Ich glaube, das war Nils eher, der einfach das die Städte... Nils. Ja, ey. Du musst dir überlegen, in diesem Spiel, du kannst eine Stadt, wenn du die von einem Gegner einnimmst, dann kannst du die übernehmen. Und wenn eine Stadt schon 50 bis 100 Runden stand, dann lohnt sich das einfach, weil diese Runden musst du wieder aufholen, wenn du die Stadt ein bisschen anders platzieren willst. Nils denkt sich, nö. Die passt mir so gar nicht, die wird komplett ausradiert. Und dann packt er die 2 Meter weiter rechts, weißt du, so zwei Stellen weiter rechts, als wäre. Einfach mal so eine halbe Bevölkerung ausgerottet, nur weil die Stadt nicht ganz an der richtigen Stelle stand. Aber schön auch trotzdem Republik und Demokratie nehmen und all sowas, aber das Ausradieren von anderen Städten, alles easy, kannst du immer gerne. Ja. Oh, weiß ich hätte jetzt mal ein Beispiel an Patrick nehmen sollen, ne? Wir nehmen einfach die Stadt und schieben sie woanders hin. Anders. Ja, das ist echt so. Ah, war auf jeden Fall wieder ganz witzig. Wir hatten mal das erste Mal auch wieder gespielt, seitdem einige neue Sachen gekommen sind, wie Weltkongress und so. Was auch voll geil war, weil da wurde ja echt einiger Scheiß abgestimmt mit, dass die Produktion von Einheiten teurer wurde, zum Beispiel von bestimmten Einheiten oder von bestimmten Regionen. Generell immer. Über Weltkongress habt ihr hier schon mal geredet. Da erinnert mich noch dran, dass als die Expansion rausgekommen ist. Kam, ja, aber wir haben seitdem nicht zusammengespielt, sondern alle nur mal reingespielt, ja, um das mal sein. Auszuprobieren. Oder war das alte Civ noch? Das kann auch sein. Nee, ihr habt auf jeden Fall schon, weil ich erinnere mich daran, dass du, das war dein, hey, okay, das Spiel ist jetzt ganz gut eigentlich. Genau, doch, das kann es sein. Als mit dem Gathering Storm Update, als das rauskam. Ja, es kam auch kein großes Update irgendwie im letzten Jahr oder so. Jetzt momentan sind sie halt einfach voll auf dem Trip, wieder alles an Zivilisation rauszuballern. Der nächste Season Pass ist nur für Zivilisation da, also da kriegst du auch kein Addon mit, wenn du dir den kaufen würdest. Und das finde ich auch so frech, dass du irgendwie, also ich hatte ja geguckt, ob ich mir vielleicht irgendeine Ziv hole oder so, und ich finde halt so einen Preis für eine Ziv von so 5 bis 10 Euro, das kostet die bei Tolova auch. Keine Ahnung, kannst ja gerne bezahlen mal für so einen Abend. Dann holst du dir die Ziffer, wenn du die geil findest und dann zockst du das. Aber du musst dir halt für 30 Euro so ein 5, 6, 7, was weiß ich, Zivilisationspack holen. Kannst du die nicht einzeln holen und das begreife ich halt so gar nicht irgendwie. Selbst wenn du dir die einzeln holen kannst für den Preis, das ist doch viel zu teuer. Du kaufst dir das Spiel für 60 Euro, danach kaufst du dir 2 vollwertige Add-ons für jeweils 50 Euro. Das heißt, du bist bei 160 Euro, dass du anfangen kannst zu spielen. Und dann kannst du nochmal 200, 300 Euro für Ziffs ausgeben. Das sind Paradox-Level von Verarschung. Firaxis, Alter. Ich weiß auch nicht, was das soll. Es ist ja okay, dass sie da irgendwas noch einbauen, dass sie längerfristig damit Geld machen können, weil Civ ist einfach ein Spiel, das kannst du, da kannst du immer noch mal wieder Kleinigkeiten mitmachen, das kann so nebenbei herlaufen, machst ein kleines Team fertig, das sich da so nebenbei drum kümmert, während die wieder an anderen Sachen arbeiten und alles ist easy und das wird gespielt und die Leute lieben das und alles toll. Natürlich sollen die da auch langfristig noch ein bisschen Geld mit verdienen, damit die das auch machen, aber die müssen sich doch nicht dumm und dämlich damit wieder verdienen, sodass die auf ihrem Arsch sitzen und da ein paar... Ist einfach zu teuer. Sich also, ausdenken. Keine Ahnung, gerade wenn man den Vergleich hat einfach zu anderen Spielen und weil es gibt einfach, also wie gesagt, da gibt es halt Paradox-Spiele, wo das halt noch schlimmer ist. Keine Ahnung. Aber dann gibt es halt auch wirklich andere Beispiele, wo es halt nicht so ist. Es gibt ja auch ein paar andere 4X-Games wie Endless Space und Endless Legend und so, wo du, also soweit ich mich daran erinnern kann, eigentlich echt gemäßigte Preise hattest irgendwie, was sowas anging. Und dann kamen halt noch mal ein paar Fraktionen raus und dann kaufst du dir halt eine Fraktion für einen Zehner oder so und dann ist das Thema durch. Und keine Ahnung, musst du das nicht in solchen großen Packs holen oder. Weil die nehmen Features raus, was sie ja auch bei Ziv immer noch so ärgerlich finden und packen die dann halt in die DLCs rein. Also weiß ich eigentlich. Wobei, die Diskussion hatten wir schon. Ich glaube nicht, dass das unbedingt immer der Ablauf der Dinge ist, dass Features rausgehalten werden, sondern du hast ja. Ja, aber Weltkongress zum Beispiel ist ja halt einfach so, das war vorher schon drin. War sogar beim Spiel davor noch drin. Und naja, die Diskussion hatten wir schon mal und ich denke mal, du hattest da auch gute Argumente. Aber. So. Nicht so gut wie die von Michi, aber... Nee, ist so. Michi ist nicht überzeugt. Null. Meine Kresse sagt nein. Ja, weiß nicht, gibt es sonst noch irgendwas? Das war auf jeden Fall witzig. Sie haben 8 Stunden gezockt oder so, ey. Ja, ist halt wieder typisch Ziff, ne? Was meinst du, Michi? Lass mal so um 11, kann man ja noch mal gucken, dass man dann sagt, noch eine halbe Stunde oder so. Letztendlich haben wir irgendwann um 2 oder so, glaube ich, aufgehört. Halb drei. Halb drei sogar, ja. Ja, ja, ja.
Ich war völlig im Arsch an diesem Tag und ich musste den Tag darauf dann auch noch arbeiten und dann war ich echt so, Alter. Aber ich bin davon ausgegangen, dass Michi am nächsten Tag arbeiten muss. So hat sich das für mich angehört. Das wäre auch so und krank, da, Alter. Halb drei. Der Junge gönnt sich, weißt du? Nee, aber nee, dann habe ich erst herausgefunden, dass es ja erst der übernächste Tag ist und da war ich dann wieder ein bisschen so. Stell dich nicht so an. Spielen können, ja, Film, ne? Aber bis fünf, Alter, wann soll ich dann am nächsten Tag denn abends wieder pennen gehen? Nee. Ja, nee, ja. Ich glaube, dann war es, glaube ich, ansonsten, ne? Ja, es ist ja auch kein neues Spiel. Also, wer mal wieder reingeguckt hat, Spaß gemacht, werden auch nochmal zukünftig die Runde weiterspielen. Hätte ich auch gut Bock drauf, gerade weil bei mir läuft es halt. Ne? Und wir haben halt auch nicht diesmal neu gestartet. Wir haben echt das Spiel gespielt, was wir reingestartet haben, was auch echt ein kleines Wunder für uns war, eigentlich. Ja. Ich habe da noch ein Spiel gespielt, und zwar Pathfinder Kingmaker, was ja dieses D&D-Spiel ist im Grunde genommen, weil es gibt ja Pathfinder praktisch als extra Regelwerk noch von Dungeons & Dragons und da basierend halt dieses Spiel. Und da gab es jetzt vor kurzem erst, oder da kommt das Update, glaube ich, morgen. Ich wollte dich gerade fragen, weil ich weiß, dass wir hatten uns da letztens zugehört, weil ich habe tatsächlich auch ein bisschen Interesse, das Spiel zu spielen, aber ich wollte jetzt warten, bis dieser Patch rauskommt mit dem rundenbasierten Kampfsystem. Der ist schon draußen. Der ist auf dem PC, ist schon draußen, den du auf Steam die Beta anschmeißt von den rundenbasierten Kampfsystemen. Ach so, okay. Ging auch ein bisschen an mir vorbei. Das wurde schon seit 2-3 Wochen draußen. Da gab es auch schon den ersten Patch wieder auf dieses Rundensystem. So. Ah, alles klar. Okay. Also theoretisch auf dem PC könntest ist du das Spiel. Ist der Spielstand dann übertragbar zwischen der Beta und dem Hauptspiel, wenn dann morgen der normale Patch rauskommt? Du musst dir das aus den Beta-Savings-Temporary-Ordner irgendwie, keine Ahnung, rausholen und dann kannst du es da reinschieben und dann kannst du es nutzen. Okay. Also du musst ein bisschen was tun und dann kannst du das Safe-Game praktisch behalten. Es würde mich auch ärgern, wenn ich das jetzt verlieren würde, weil ich habe tatsächlich endlich mal einen vernünftigen Anfang gefunden, nachdem ich sowas von mal wieder lange und gestresst in diesen Charakterbildschirm drin war und echt am liebsten schon wieder fünfmal neu gestartet hätte. Aber das Geile war, du kriegst halt in den ersten Hub, wo du hinkommst, das ist so ein Handelsposten, da steht halt eine rum und die bietet dir praktisch auch neue Begleiter an, die du dann selber erstellen kannst. Die haben halt keine Story oder so, aber dann hast du dir halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Klassen da erstellen und so. Und dazu bietet sie dir an, beim ersten Mal zumindest kostenlos ein Charakter zu reskillen, also komplett wieder von vorne alles zu machen. Und ich habe halt auch gemerkt, ich habe mir halt einen Mönch gemacht, der halt so ein bisschen Bardenfähigkeiten hat. Sprich, der schmeißt immer so ein bisschen Gesang an und so und dann bufft er damit da halt seine Begleiter mit. Das Ärgerliche daran ist nur, die erste Begleiterin, die du kriegst, ist selber eine Bardin. Sprich, das, was ich hatte, hat, also was mein Charakter hatte, das hat gar nichts gebracht irgendwie, weil das stackt halt auch nicht miteinander. Und dann fühlte sich das halt einfach nur scheiße an. Und ich habe jetzt bisher, also du kannst maximal 6 Begleiter haben, mit denen du dann halt rumläufst und deine Quests machst und kämpfen kannst und so, ne? Und ich habe bisher nur 4 weitere, also wir sind zu 5, sprich, ich muss sie immer noch mitnehmen. Also habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, scheiße, ich mache mir einen normalen Mönch, kann ein paar Mal öfters zuhauen, mache ein bisschen mehr Schaden und so. Aber auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ganz nett. Irgendwie so, es ist irgendwie ganz, ganz netter Zeitvertreib. Also. Die Story, und du spielst jetzt auch mit dem rundenbasierten Kampfsystem. Natürlich, genau. Ja. Deswegen wollte ich es auch auf jeden Fall spielen. Darf ich noch mal eine Frage zu? Ist das rundenbasierte Kampfsystem, ist das ähnlich dann wie bei Divinity, dass du ganz viel so, sag ich mal, mit Umgebungsschaden mit einberechnen musst? Weißt du, bei Divinity ist es ja ganz viel so, hey, okay, jetzt musst du hier ein Ölfass kaputt machen, damit du dann Feuerpfeile draufschießen kannst, um dann quasi auf Flächen Feuerschaden zu machen. Oder ist es hier wirklich, ist es halt im Endeffekt so wie jetzt, sag mal, Baldur's Gate oder so. Ist so wie Baldur's Gate, definitiv. Okay. Divinity hat ja, also das habe ich ja auch recht viel gespielt, das hat ja echt ein richtig cooles physikbasiertes Game-Mechanik, wie heißt das? Game-Engine. Und da geht halt echt viel mit, ne? Und dafür ist das nicht ausgelegt, dass es da irgendwie sowas gibt. Also so, in der ersten Quest, die du praktisch dann so richtig machen kannst, ist, Banditen greifen diesen Handelsposten an und du kannst dann halt da irgendwie Öl hinlegen, so, aber das ist geskriptetes Event, ne? Also gehst du dem Fass hin und dann wird der Bildschirm schwarz und dann ist das Fass weg und dann liegt da halt das Öl aus, so. Also dementsprechend, nee, das ist so cool wie bei Dings, ist es nicht. Aber was ja jetzt zumindest möglich ist, ich hatte ja auch ein bisschen schon reingezockt, ohne dass es das Rundending gab, ist halt vernünftig zu planen und vernünftig zu taktieren und vernünftig halt seine ganzen komischen Spells und Fähigkeiten so einzusetzen, dass das halt
sich gut anfühlt. Weil in diesen Echtzeit-Modus, der ja vorher drin war, war das genauso wie bei den ganzen anderen Spielen, die ich da schon gespielt habe. Ey, du machst einfach nur noch die Sachen, die sicher sind und die schnell einfach irgendwas ja. regeln. Und alles, was kompliziert ist, wie zum Beispiel so eine Flammenwand oder so ein Spaß, lässt du halt weg. Weil die Gefahr, dass du da selber reinläufst, weil dein Charakter einfach von sich selber aus irgendwo hinläuft in diesem ganzen Chaos, das dann einfach entsteht, ist einfach zu groß, als dass du das riskieren willst. Also machst du halt einfach alles, was sicher ist. Und jetzt mit diesem Grundmodus kannst du halt viel genauer planen und keine Ahnung. Du hast halt eine Aktion, wo du halt halt angreifen kannst, ein Spell wirken kannst oder irgendwie sowas. Dann hast du eine Bewegungsaktion, wo du dich halt bewegen kannst. Das kannst du vor oder nach einem Angriff machen. Und du hast praktisch noch ganz bestimmte klassenabhängige freie Aktionen, wie zum Beispiel, dass der Barbar sich halt in seinen Rage-Modus irgendwie begeben kann. Das kostet halt irgendwie keine Aktion. Und dadurch ist es halt auch relativ aufgeräumt und gut sortiert, irgendwie, was du machen kannst und was nicht. Und es wird ja auch alles ganz cool auch irgendwie angezeigt. Sobald du praktisch rüber hoverst, unten auf der Fähigkeitenliste, siehst du halt schon, welche Aktion das wegnehmen würde und wo das reinspielt und so. Das ist schon mal irgendwie ganz cool. Dann habe ich noch eine Frage dazu. Wie offengelegt ist quasi der ganze, sag mal, Würfelaspekt im Hintergrund? Oh, das ist das, was mich fast am meisten ärgert. Also ich würde mich so freuen, wenn ein Ergebnis passiert, also wenn eine Aktion kommt, irgendein Check kommt, dass dann irgendwie eine Animation wäre mit einem Würfel oder so, weil das im Grunde, was nur passiert ist, dass du unten rechts hast du so ein Fenster und da kommt halt alles rein, wie Aber es wird dir angezeigt, also ich sehe quasi Okay, das war meine Frage. Weil meine Hauptgedanke ist tatsächlich auch, dadurch, dass wir ja bald D&D spielen wollen, dass ich eigentlich irgendwie ein bisschen Bock darauf gekriegt hatte. Und ich hatte erst mich überlegt, Divinity, und dann hatte ich gesehen, ja, okay, eigentlich ist das in Divinity alles nicht besonders offengelegt, was viele von diesen Sachen angeht. Und das folgt, glaube ich, auch gar nicht dem D&D-Regelwerk. Nee, du hast auch Werte von 0 bis 100 und so, die irgendwie als Skillcheck dienen. Also es ist nicht ganz so dieses 1 von 20 irgendwie. Und Baldur's Gate 3, keine Ahnung, ich glaube, jetzt morgen ist das Event und da wird wahrscheinlich dann bekannt gegeben, wann die Open Beta ist, wenn die Beta ist. Genau, aber das soll ja auch bald sein. Das soll ja auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ja, wahrscheinlich. Wurde jetzt ja auch verschoben. Also mal sehen, was dabei rauskommt. Deswegen hatte ich mich bei Pathfinder geguckt. Pathfinder kostet ja auch irgendwie nur 8 Euro oder so. Ja, naja. Und es hat ja auch noch, und da bin ich noch gar nicht hingekommen, es hat ja noch diese, also mal ganz davon ab, dass es halt ein ganz cooler D&D-Simulator irgendwo ist. Das hat ja auch noch diesen Städtebau auch noch mit dazu. Ich finde es grafisch, sieht es halt auch hammer cool aus. So dieses leichte Pastelloptik oder wie man das nennen soll. Also ich finde es ganz, ganz nice vom Stil her. Ich finde es, also bisher hat es mich echt angetan. Ich spiele es auf einer erhöhten Schwierigkeitsstufe und es ist echt teilweise sehr knackig. Also, und vor allem, was auch hammernervig ist, gerade am Anfang, ne? Aber das ist auch so typisch für diese Spiele. Du triffst nichts und deine Gegner treffen nichts. Ey, das ist so ein Rumgefuchtel, echt. Das ist so. Da wird einfach echt nur irgendwo frei in der Gegend, weißt du? Das ist so wie weiß ich nicht, bei Family Guy, diese Cops, die da einfach nur durch die Gegend schießen und nichts. Über die Szene kennen. Michi, ich sag mal so, wenn wir zwar jetzt gleich uns treffen und einen Schwertkampf machen, treffen wir wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Oh, ich weiß nicht, irgendwann würde man sich schon mal auf die Finger hauen, glaube ich. Und es ist schon echt doll, dass du sagst, du bist mit deinen 5 Leuten da, ne? Und da gibt's noch einen Gegner. So, und der Gegner ist schon fast tot. Aber es kann wirklich noch sein, rein von den ganzen Skillchecks her, die dann noch kommen, dass du verlierst. Weil du einfach echt da hängst und dieses dumme Schwein nicht triffst. Und gut, und dann hat es auch noch so Sachen drin, so, es ist halt nicht immer ganz so super klar, was eigentlich so alles passiert. Weil das habe ich zum Beispiel auch gegoogelt, weil ich denke, ist das ein Bug oder was? Weil es gibt Tiere, die sterben praktisch erst, wenn sie unter 0 die nochmal die Lebenskraft verloren haben, die sie ursprünglich hatten. Sprich, die hatten 15, dann bringst du die auf 0 und dann musst du nochmal 15 abziehen. Warum auch immer das so ist, das finde ich sowas von bescheuert irgendwie. Weil du siehst, dass das Viech auf 0 geht. Nirgendwo steht. Also es gibt keinen Status irgendwie, der, wenn du da wenn du da irgendwie rüberhofferst oder so, du siehst nichts. Und dann denke ich, Alter, was soll das? Das ist schon das dritte Schwein, wo das passiert ist. Und ja, es hat halt irgendwie, es heißt Ferocity oder so, keine Ahnung. Es hat halt irgendwie so ein, dass das halt wütend ist, wenn es auf null kommt und dann gibt es halt nochmal die genaue Lebenskraft wieder. Aber weißt du, so kommunizier mir das doch irgendwie richtig spielen. Und das kann ich eigentlich, dass ich es googeln muss. Und du hängst einfach nur und denkst, was soll das gerade? Und da gibt es so viele Sachen, wo du dich echt fragst, du skillst das und du denkst, das hat einen Effekt und du guckst dir den Wert an, den es verändern müsste und es passiert nichts. Und du denkst, okay, liegt das jetzt daran, dass dieser Rundenmodus neu ist? Ist hier irgendwas verbuggt? Raff ich das gerade nicht? Oder wird sich das noch zeigen, dass das funktioniert? Keine Ahnung. Also so, das ist aber, würde ich auch sagen, sehr D&D-typisch, dass einfach
keine Ahnung, was so in den Regeln abgeht. Da musst du halt echt viel gucken, dass das alles passt. Mhm. Keine Ahnung. Aber hättest du das denn lieber, dass dir alles penibel erklärt wird und dass du... Ich will auf jeden Fall die Möglichkeit haben, alles nachvollziehen zu können. Ich meine, weißt du so, es gibt zum Beispiel, ich konnte mit meinem komischen Monk, den ich am Anfang hatte, konnte ich so einen Effekt verhindern, der heißt Frightened, also ängstlich. Und ich wollte einfach nur wissen, was das ist. Weißt du, einfach, okay, gut, du bist halt verängstigt, aber wie lange hält das und was für einen Effekt hat das und keine Ahnung. Und dann gucke ich überall und ich finde das nicht. Weißt du, ich finde das in der Beschreibung von der Fähigkeit nicht, von meiner. Das wird nicht irgendwie untermalt oder so, keine Ahnung. Gibt's keine weiterführendes Wiki oder so. Dann gehe ich richtig ins Wiki rein, finde tatsächlich auch sowas wie Statuseffekte und so. Und das Einzige, was da steht, ist ein zwei Sätze-Ding von: Es gibt Statuseffekte in dem Spiel, diese haben Auswirkungen, positive und negative Auswirkungen auf deinen Charakter. Und ich denke, ja toll, auf jeden, aber wo finde ich denn? Das war alles erklärt. Super Gegenbeispiel ist Pillars of Eternity. In beiden Spielen, das ist teilweise schon überfordernd, aber du kannst wirklich, sobald du eine Fähigkeit anklickst, sind da 10 Sachen schon blau untermalt, sodass du das schon direkt, dann hoverst du darüber und dann kannst du das auch wieder anklicken und bist in diesem Schlagwort drin, was dann auch wieder erklärt wird, wo dann wieder neue Schlagwörter drin sind. Sprich, du kannst das alles super nachvollziehen. Und das ist halt eine Menge Arbeit. Ja. Eine Enzyklopädie wie in Civ zum Beispiel auch drin ist, wo du dann auf das Hilfesymbol klickst, dann hast du ein Suchfeld, wo du einfach eine Einheit oder eine Beförderung sogar von einer Einheit eingibst. Und du hast alles nachlesen. Genau, ja. Genau. Und das fehlt bei dem Spiel definitiv. Also nicht komplett, aber es ist mangelhaft. Könntest du denn dein D&D-Buch rausholen und da nach dem Statuseffekt gucken? Ist es dann genau der? Das ist also ein anderes Regelwerk, oder? Das ist nicht genau gleich. Du könntest dir das Pathfinder-Regelwerk holen. Genau, du könntest das Pathfinder wahrscheinlich schon holen, aber das weiß ich auch nicht genau. Aber ich denke mal, es ist auch immer schwierig, das 1:1 umzusetzen von Game zu in echt, ja. Keine Ahnung. Also so, wobei ich aber auch, ich glaube, in dem Spiel ist es mit am dichtesten dran, was auch wirklich in echt dann passiert. Also so bei zum Beispiel Pillars of Eternity ist auch so, dass du halt nicht nicht einen W20-Würfel benutzt oder sowas, sondern einen W100 eigentlich immer bei Skillchecks und so und dann die Werte halt irgendwie benutzt. Weil die, was weiß ich, irgendwie wohl damit besseren Random-Faktor drin haben oder was weiß ich. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, weil ich habe gerade auch tierisch Bock aufgrund dessen, dass wir uns ja alle so ein bisschen vorbereiten. Das war auch mein Hauptgedanke. Ich dachte so, okay, geil, ich habe da irgendwie super Bock drauf, aber ich möchte gerne, wenn dann irgendwas spielen, wo ich auch so ein bisschen die Regeln, die im Hintergrund stattfinden, so ein bisschen mit nachvollziehen kann. Baldur's Gate war, ist ja das deutlichste, aber 1 und 2 sind mir definitiv zu alt, auch wenn die Enhanced Editions schon ganz cool aussehen. Deswegen, und Pathfinder. Ich werde mir, das Ding ist, morgen kommt Flugsimulator raus. Ich weiß genau, dass ich auf jeden Fall erstmal richtig viel Flugsimulator spielen werde. Aber das ist auch das Tolle, weil es ist gerade echt eine Menge Games so, ne? Also, das ist echt toll. Ist ja auch nicht. Flugsimulator, es sieht so gut aus, ne? Ja, ich habe auch schon die ersten Reviews, sind ja auch 10 von 10. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch gar nicht reingeguckt heute. Oh, das ist die Review, das Embargo ist ja heute gewesen. Oha, 93 bisher. Ja gut, aber kein Wunder. Also das einzige Kritische, was man über den Spieler sagen kann, ist diese Politik, die sie mit den Flughäfen gemacht haben. Ja. Wo wir einmal darüber geredet haben. Aber ansonsten, glaube ich, ist das genau das, was die Leute wollen. Ja. Und wohl auch von dem, was ich so gehört habe, soll es auch tatsächlich sehr zugänglich für Leute sein, die jetzt, sag ich mal, nicht wirklich fliegen können. Sollte es auch sein, weil ich glaube, es gibt nicht genug Piloten auf der Welt, die auch zocken. Also das nee, aber es gibt ja wirklich, da hab ich mal eine Doku drüber gesehen, es gibt ja wirklich so ein richtig, also das sind nicht mehr normale Enthusiasten, sondern Leute, die haben im Keller sich ein Boeing-Cockpit aufgebaut und die machen tatsächlich, die haben da ihre Crew, da haben die ihre Server, womit die dann da sind, sind sie dann ihre 50, 100 Leute überall in der Welt verteilt. Ja, und die fliegen dann, ne? Und dann ist er aber auch, wenn er einen 4-Stunden-Flug hat, dann ist er in einem 4-Stunden-Flug. Dann muss seine Frau mal die Stewardess machen und ihm mal zwischendurch eine Mahlzeit bringen. Die haben da so richtig Bock. Da ist halt auch immer krass, ne? So, wenn du. Die Leute könnten garantiert theoretisch ein Flugzeug fliegen, obwohl sie noch nie ein Flugzeug geflogen haben. Ja, auf jeden. Und vor allem, gut, dann ist ja auch noch so, ich meine, gerade Passagierflugzeuge werden ja auch inzwischen ganz viel mit Autopiloten geflogen. Ja, bestarten uns. Das größte Problem ist, glaube ich, das Starten und Landen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, du könntest theoretisch das ganze Spiel mit einem Xbox-Controller spielen. Also da sind genug Hilfen drin, dass es gar kein Stress wäre, wenn du wirklich einfach nur sagst, hey, okay, ich möchte ein bisschen, und das wird morgen das Erste sein, ich werde schön Flensburg-Schäferhaus mal eine kleine Runde starten, dann werde ich mal über unser Haus rüberfliegen, ein bisschen durch Flensburg rum,
Ein bisschen gucken, wie alles so aussieht. Ich sehe ja schon, komm, alle morgen landen so ein Flugzeug direkt in meiner. Direkt hätte ihr, Michi. Direkt in meiner Wohnung, Alter. Ich glaube, dann hast du viel von deiner Kresse gehabt. Ja, ich muss es auch gerade an meine. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich muss auch gerade an meine Kresse denken, irgendwie. Ich habe da gerade irgendwie direkt mit den Sorgen drum gemacht. Oh. Oh, nee, ey. Herrlich. Ja, wollen wir mit den News weitermachen? Es gibt diese Woche ja doch auch ein paar ganz interessante Sachen zu beschnacken. Mhm. Zwei große haben wir. Wir fangen einfach mit was Großem an und hören mit was Großem auf. Und zwar Halo Infinite wurde verschoben. Das hat 343 letzte Woche bekannt gegeben. Auch auf unbestimmte Zeit nächsten Jahres. Also sie haben sich das echt wahrscheinlich auch bewusst offen gehalten, um zu sagen, hey, okay, es scheint noch ein bisschen mehr Arbeit wahrscheinlich notwendig zu sein. Das war auch so ein bisschen der, in dem Statement der Grundton war, hey, okay, wir, aufgrund von, klar, Corona und solchen Sachen, gibt es einfach zu viele Dinge, die noch gemacht werden müssen an dem Spiel, um ein zufriedenstellendes Produkt rauszubringen. Und Phil Spencer hat dann in der Woche auch ein paar Interviews gegeben, wo er sagt, hey, ja, es war quasi es war eine Überlegung, ob man vielleicht das Spiel irgendwie episodisch oder so rausbringt. Aber das würde, sag mal, dem Halo-Namen nicht gerecht werden, also wird das Spiel jetzt einfach komplett verschoben. Irgendwann nächstes Jahr kommt es dann raus. Ich meine, es war ja auch so ehrlich, dass die Anfangsdiskussion nach dem Trailer ja einfach nur darum ging, dass es einfach nicht grafisch gut aussieht oder so. Also ich meine, das war ja echt, ja. das war ja die Reaktion, die ja auch in jeder Schlagzeile gefühlt irgendwie drin war. Also ja. ich denke mal, allein schon unter den Aspekt macht es Sinn da. Wobei das wurde, die Sache wurde nicht erwähnt in dem Statement. Wurde absolut keine, also es wurde nie von jetzt quasi der Kritik zu dem, was gezeigt wurde, davon wurde nicht geredet, sondern es wurde alles so verpackt, als wäre, natürlich wird das der Hauptgrund gewesen sein, es wurde aber so verpackt, als wäre das immer eine Option gewesen, das Spiel noch zu verschieben. Aber ganz ehrlich, Microsoft hätte doch nicht bei ihrem super Xbox Series X Reveal Event, hätten sie doch nicht Halo als erstes gezeigt, wenn sie genau gewusst hätten, dass es eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es doch kein Launch-Titel wird. Nee, ich denke mal, die wundern sich gerade tierisch, also die ärgern sich gerade tierisch darüber, dass es die Reaktion Das war definitiv eine Reaktion auf das Feedback von dem, genau. Ja, das ist so ein bisschen bitter, weil ich fand, das Spiel sah ja trotzdem nicht scheiße aus, so. Also so, ich meine, das hatten wir auch schon gesagt, es sah ja trotzdem aus, es wird Spaß machen. Also es sah immer noch cool aus. Meine Hoffnung ist ganz ehrlich, sagt einfach, okay, wir haben uns dazu entschlossen, dass das Spiel nicht mehr für die alten Konsolen rauskommt. Ja, genau. Nutzt die Zeit, um quasi das Spiel extrem gut aussehen zu lassen und das Spiel so grafisch so aufzubauen, dass es halt einfach nicht mehr möglich ist auf den alten Konsolen. Also, damit du auch wirklich ein Argument hast für die nächsten Konsolen, damit du auch wirklich sagen kannst, hier ist mein Flaggschiff, let's go. Genau, so ein richtig, genau, Flaggschiff-Titel, dass du auf Halo zeigen kannst und sagst, hey, das ist der Grund, warum du eine Series X brauchst. Mhm. Weil so wie es jetzt ist, wird das immer irgendwie dadurch eingeschränkt sein, dass einfach diese Kompatibilität, gerade zur ersten Xbox, überleg mal, die ist von 2013 und war da schon relativ schlecht von der Hardware. Mhm. Das ist einfach, der Sprung ist einfach zu groß, wäre meine Meinung dazu. Wenn sie sich die Zeit nehmen, finde ich, sollten sie sagen, okay, wir machen hier einen Cut für das Spiel. Und dann kommt es vielleicht erst nächstes Jahr im Herbst raus. Auf jeden Fall. Also so, was sie auf jeden Fall machen werden, ist, denke ich mal, diese Sachen, die in diesem einen Video von, war das auch Digital Foundry, die sich das angeguckt haben oder so? Oder wer war das? Ja, ne? Dass sie das auf jeden Fall aufarbeiten werden, weil da waren ja einige Sachen mit drin, die ja wirklich einfach unsauber einfach waren und keine Ahnung, also das ist so das Mindeste. Ansonsten kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie das aber auch dann noch so die Engine praktisch nur noch hübsch aufhübschen, dass es dann nur für Next Gen wäre. Aber gut. Naja, da geht es ja auch viel dann um so solche Sachen, um überhaupt das auf den alten Konsolen laufen zu lassen, musst du ja manchmal bestimmte Sachen, bestimmte Level oder Abschnitte so aufbauen, dass oft Dinge im Weg sind und so, damit du nicht die ganze Zeit immer die ganzen Texturen lädst und Sachen, die jetzt quasi mit der neuen Konsole möglich wären, sind halt da auf den anderen nicht möglich, sei das durch den Speicher oder die GPU und so. Im Endeffekt alles, was mit der Hardware zu tun hat. Mhm. Und wenn man sagt, okay, scheiß was drauf, wir geben uns die Freiheiten und designen quasi um dieses eine Stück deutlich bessere Hardware herum, vielleicht kann man das Ganze dann ein bisschen, ich nenne es mal, moderner aussehen lassen. So. Ja, was ist denn, was ich ganz interessant finde, weil im Endeffekt, jetzt gibt es ein Riesenloch, was den Release von der Konsole angeht. Was wird Microsofts, nicht unbedingt ihr Flaggschiff, das war deren Flaggschiff-Titel, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ist die Sache, auf die Microsoft jetzt zeigt und sagt, hey, okay, das ist das, wofür ihr eine Series X braucht? 12 Teraflops. Ja, ich
nicht zwanghaft die technischen Daten, aber ich glaube eher, dass dieses ganze Service... Game Pass, das, ja, ja, also ja. Es wird der, garantiert der, Game Pass. Es ist im Rahmen davon auch, sind wieder große Gerüchte aufgekommen, dass wohl jetzt Microsoft noch mal doppelt bemüht ist, noch so richtig die Hochkaräter für Game Pass zu sichern und dass wir dann auch in absehbarer Zeit darüber hören. Eine der ganz interessanten Sachen dahinter werden wir, glaube ich, werden wir gleich noch drüben, wäre nämlich EA Access. Beziehungsweise dann jetzt EA Play, aber schnacken wir gleich drüber. Eine andere kleine News, die im Zuge von dem Delay von Halo Infinite rausgekommen ist, ist, dass wir wissen jetzt den Monat zumindest, in dem die Xbox rauskommt. Und zwar hat sich Microsoft nämlich auch nochmal dazu geäußert und hat dann versichert, dass das nichts an dem Release im November ändern wird. Und ich fand das gut witzig, weil das war so formuliert, als hätten sie uns schon mitgeteilt, dass es im November rauskam. Weiß doch jeder, wann sie rauskommt und wie viel sie kosten wird. Ja, das war, also genau. es war wirklich, ich fand, das klang wirklich so, als hätte, wäre das formuliert worden für irgendeine Parallelwelt, in der wir schon deutlich mehr Informationen haben, als die tatsächlich vorhanden sind. Ja, die gehen halt irgendwie alle an der Realität dran vorbei, ne? Alle. Ich wüsste gerne, das muss ja wirklich, die müssen ja durch, gerade auch durch Corona, in Amerika ist das ja auch von dem Arbeiten her ja auch nochmal deutlich eingeschränkter, da müssen ja so schlechte interne Kommunikation herrschen, dass sowas quasi dort passiert. Also, ja, ja, ja. Ja. Wird sich bestimmt auch richtig viel gestritten. Zweite Sache, die noch auf, sag mal, den November, das November-Release-Date sogar ein bisschen einschränkt, ist die Geschichte, über die wir letzte Woche mit dem Controller geredet haben. Und zwar hat die Person, ich weiß nicht, ob es die Person exakt oder jemand anderes war, der auch einen der neuen Xbox-Controller in seine Finger gekriegt hat, hat den mal einfach mal registriert bei Microsoft. Und wenn du bei Microsoft Geräte registrierst, kannst du die Garantie sehen, die du noch auf die Dinger hast. Und die Garantie ist natürlich dann jetzt vordatiert, weil eigentlich gibt es dieses Gerät ja noch nicht. Und die ist soweit so vordatiert, dass das Release-Datum wahrscheinlich der 5. oder 6. November wäre. Ja. Das ist so geil. Das ist, weißt du, ich fühle mich hier wie, Alter, wie heißt der Scheiß, mit Tom Hanks in der Hauptrolle, Mann. Illuminati und der ganze Mist, weißt du, hier. Und, Dan Brown, diese. Dan Brown. Ja, die Sakrileg und so, diese ganze, genau, Scheiße. Ja. So Da Vinci mich, Code. Das war Da Vinci, ja. Code, das war das Ursprungsding. So fühlt man sich, weißt du, man versucht diese ganzen einzelnen Puzzlestücke irgendwie so zusammenzusetzen. Und jetzt so langsam sind wir wirklich bei dem Ding angekommen, dass wir wirklich sagen können, auf einen Tag, genau. Oh, das ist schlecht. Und jetzt mussten wir sogar schon selber sagen, dass es dann halt rauskommt irgendwo. Also es ist. Ja. Dritte Sache, die bei Microsoft noch, das ist jetzt keine richtige News, sondern eher so ein Gerücht, sag ich mal. Jeff Grubb, der ja mittlerweile schon eine ganze Menge sehr, sehr verlässliche News zu diesem ganzen E3-losen Sommer veröffentlicht hat, sagte, dass intern wohl bei Microsoft das nächste Event, was eigentlich diesen Monat stattfinden wollte, jetzt auf den September verschoben wurde. Also das Event, in dem wahrscheinlich die kleinere Xbox, also die Series S, und der Preis bekannt gegeben wird. Also müssen wir noch weiter warten. Yay! Wow. Hurra! Da bin ich heute ja mal gespannt, ne? Sag mal, der grundsätzliche Tonus ist, dass wir heute wahrscheinlich einen State-of-Play-Termin kriegen von Sony, der dann am 20., also in 3 Tagen, stattfinden soll. Ach, es wird Zeit. Es wird ja, Zeit. Es ist jetzt ja auch, es ist ja auch dieses hier Gamescom-Opening Night und der ganze, ja, ist ja auch noch diese Woche. Hey? Die Konferenz von Jeff Keighley, ja. Ach, krass, ich glaube ja immer noch, dass du den Preis der Konsole erst an der Kasse, wenn du schon zum Kauf verpflichtet bist. Ich glaube auch. Ich glaube, du kriegst einfach eine und die sagen dir dann später einfach, du kriegst irgendwann eine Rechnung nach Hause. Ja, so ein halbes Jahr später. Ja, es fehlt einfach auf deinem Konto irgendwie plötzlich. Bezahl jetzt oder dein Erstgeborenes gehört uns. Ja. Komm, Phil Spencer an deine Tür und frag nach Geld, Alter. Gib mal bitte hin, ihr pleite Junge. Oh Mann, das ist echt. Das, ja, Chaos. Also ich muss echt sagen, hättest du mich vor ein paar Monaten noch gefragt, wie jetzt quasi dieser ganze, ich nenne es jetzt einfach mal Konsolenkrieg, ablaufen würde, hätte ich wirklich fest damit gerechnet, dass Microsoft mit der Vorarbeit, die sie geleistet haben und den Sachen, die sie so geplant haben, eigentlich schon guten Fuß in der Tür hatte, sich die Sache, das einzusacken. So, zumindest, sag ich mal, wieder so ein bisschen ausgeglicheneres Schlachtfeld herzustellen. Aber jetzt, ja, gerade, genau. Es läuft ja alles schief. Es ist ja alles, beide Events, die sie hatten, waren, sag ich mal, das erste war eine Katastrophe. Ne, das erste war eine Vollkatastrophe, wo sie da alle zu Hause mit ihren irgendwie 360p-Kameras gesessen haben. Das war, da ging ja gar nichts. Das zweite war halt einfach komplett falsch angekündigt, wo einfach echt viele, nicht uninteressante, aber kleine Spiele gezeigt wurden, die jetzt nicht unbedingt die Hochkaräter waren. Und naja, das dritte haben wir schon drüber geredet, war halt Halo und die anderen Sachen waren cool. Ich sag mal, nur Halo war eigentlich das, was relativ schlecht empfangen wurde. Und Sony hat einfach nichts gemacht die ganze Zeit. Haben einmal kurz Mark Cerny reden lassen über Teraflops und irgendwelche anderen Sachen, die sowieso kein Schwein versteht. Ja. Und das war so, das hat halt keiner wirklich mitbekommen. Also war das nicht so schlimm. Und dann hatten sie ja ein großes Event, in dem sie im Endeffekt
Spider-Man und Horizon Forbidden West und den ganzen Kram gezeigt haben. Und das ist recht gut angekommen. Und sie sind einfach still und warten. Ja. Also auf jeden Fall fehlt mir irgendwie bei Microsoft irgendwie so ein bisschen zum einen die Ruhe irgendwie bei der ganzen Geschichte, weil du hast irgendwie das Gefühl, die sind da irgendwie alle tierisch nervös die ganze Zeit. Und zum anderen aber auch irgendwie das Selbstbewusstsein, um halt auch diese richtigen Ankündigungen und Schritte dann halt auch zu machen. Weil ich finde, die haben zu viel Selbstbewusstsein. Die kommen immer und sagen, okay, Leute, ihr werdet komplett aus den Latschen gehauen werden. Jetzt kommt das riesen Xbox-Event. Und was zeigen sie uns? Irgendwie 6 Spiele von Entwicklern, die quasi keiner kennt, die alle keinen vorherigen Titel haben. So, ich finde gerade, das ist ja... Selbstbewusstsein ist viel zu groß. Ich finde gerade, das ist ein Zeichen von also zumindest falschen Selbstbewusstsein, wenn du was ankündigst, was eigentlich nachher gar nicht so groß ist, weil du dann ja eigentlich irgendwie völlig... Aber das ist doch Selbstbewusstsein, das ist doch die Definition davon, dass du quasi an dich selber zu sehr glaubst. Was aber Angst erfüllt, ist es, wenn du praktisch, du kriegst den Backlash mit von den Halo-Ding und dann verschiebst du es erstmal um ein Jahr. Also so irgendwie... Aber das, finde ich, ist zum Beispiel, das ist auch wieder selbstbewusst zu sagen, hey, okay, wir sehen ein, dass das nicht richtig gut ist und wir wollen lieber ein sehr gutes Spiel abliefern, als euch Mist auf den Teller zu knallen, den ihr am Ende nicht haben wollt. Weil ich glaube, das kann sich Microsoft nicht leisten, jetzt quasi die großen First-Party-Titel rauszuhauen und dann sind das wieder, sag ich mal, 80... 82, 83, 84 Metacritic. Und Sony kommt raus und knallt mal wieder 90er einen nach dem anderen raus. Ja. Das sind alles so richtig die Darlings irgendwie. Mhm. Das kann ich. Also ich finde, das Problem ist eher zu großes Selbstbewusstsein. Wenn sie von vornherein so ein bisschen realistischer wären mit der Einschätzung von der Qualität an Sachen, die sie zu zeigen haben, ja, gut, dann wäre auch der Backlash nicht so groß gewesen. Vielleicht. So, das ist. Ja, es ist schwierig. Ich meine, jetzt jeder von denen kann doch im Endeffekt nicht mehr als noch ein wirkliches Event haben, bevor die Dinge dann in den Händen von Leuten. Oder die machen noch 3 und es wird immer, der Zeitraum. Mindestens. Der Zeitraum wird immer kürzer und plötzlich hast du jeden Tag 1 oder so. Das wird noch eine State of Play und ein Xbox Event am Release-Tag geben, ich sage euch das. Ja. Kleine, eigentlich mehr oder weniger irrelevante News, aber haben wir gerade eben schon kurz angeschnitten. EA Access und EA Origin, das sind ja die beiden Abo-Services von Electronic Arts, also Access für den PC und Access für die Konsolen und Origin für den PC, werden jetzt umbenannt in EA Play. Ich habe mir so gedacht, als ich mir das durchgelesen habe, dass du da was da drin bist. Und nicht, weil du das irgendwie, sondern weil ich das schon beim Lesen total kompliziert fand. Irgendwie. Es aber ist auch. Das geht ja noch weiter. EA Play, das ist ja normalerweise die E3-Veranstaltung von Electronic Arts, wird jetzt umbenannt in EA Play Live. Und das, was vorher Origin Access Pro war, heißt jetzt EA Play Pro. Habe ich das? Nee, Premiere. EA Origin Premiere wird zu EA Play Pro. Das sind einfach zu viele Marketingbegriffe, die einfach nur dazu da sind. Und vor allem, es ist auch Hammer der Nonsens. Es macht halt auch keinen wirklichen Sinn, warum die das tun. Keine Ahnung. Origin Access Premiere wird zu EA Play Pro. Ich weiß halt jetzt nicht, wenn ich mir jetzt EA Play hole, ne, habe ich dann plötzlich ein Event hier in meiner Kressebude oder was geht ab? Ja. Kommt hier dann, weiß ich nicht, irgendwelche Leute vorbei und halten dann hier eine Show oder was geht ab? Ist halt was ich mich frage, der Launcher von denen heißt ja immer noch Origin gerade, oder wird er jetzt auch EA Play heißen? Nee, der heißt Origin. Er kann ja nicht EA Play heißen, so heißt ja jetzt schon das Abo. Der heißt dann bestimmt EA Play Origin. Kann noch keine EA Ahnung. EA Play Store heißen. Das ist eine der besseren Gespräche, die wir hier hatten. Man merkt ja sowieso schon bei Electronic Arts, dass sie jetzt so Stück für Stück ja immer weiter von ihrem eigenen Store zurückschrauben. Sind jetzt ja wirklich auch groß bei Steam vertreten. Auf beiden Konsolen gibt es EA Play mittlerweile und jetzt die Gerüchte auch darum, dass eventuell dass EA Play, also die kleinere Version von dem Abo-Dienst, eventuell auch Teil von Game Pass werden könnte. Was auch, also es würde den Wert von Game Pass halt auch noch mal enorm erhöhen, muss man einfach auch wirklich mal sagen. Ja. Macht auch Sinn. Also ich meine, das war sowieso so ein Kampf in mir verlorenen Posten, gerade für EA, weil EA hat halt nur die Sportspiele und die Leute kaufen sich die Sportspiele. Ja, dafür brauchen die keinen Abo-Service. Nee, genau. So. Und deswegen, ey, also ich weiß nicht, wo du hast das Gerücht ja jetzt gerade gesagt, ich weiß gar nicht, wer das kommt, aber das wäre ja auch hammerdoll, dass da EA halt mit ihren Spielen da in den Game Pass reingehen. Das wäre ja auch echt hammerverrückt. Weil es gibt ja doch noch ein paar andere Sachen, so die BioWare-Spiele zum Beispiel. Battlefield, es wäre halt interessant für einfach, dass du würdest halt, hättest halt direkt eine Bibliothek an plus nochmal 60, 70, 80 Spielen oder sowas, die plötzlich
ich meine, von den 80 sind 40 Sportspiele, die quasi die letzten 4 Jahre rückdatiert sind, die halt super uninteressant werden irgendwann. Ja, ja. Aber du hättest zumindest 40 Spiele oder so, die plötzlich nochmal Teil davon sind. Und dann auch halt dauerhaft Teil davon sind. Das ist ja auch nochmal interessant an der Sache. Das sind dann nicht Spiele, die irgendwann wieder rausgehen, vermutlich, sondern das sind einfach, die werden dauerhaft ein Teil davon sein. Ja. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Warum das umbenannt wurde, ist mir ein absolutes Rätsel. Keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, das war von Anfang an dumm, den ganzen Scheiß EA Access, Origin Premiere, Origin und Codes. Das waren dumme Namen. Das ist gut, dass sie es jetzt umbenannt haben. Es ist einfach bloß dumm, dass es erst jetzt passiert ist und sie sich nicht von Anfang an. Ich finde den Namen EA Access eigentlich ziemlich cool, weil er vom Ding her gut umschreibt, was quasi dort passiert. Du kriegst halt, solange du bezahlst, Zugang zu den Spielen. Aber warum hast du denn auf dem einen EA Access, auf dem anderen heißt es Origin Access? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das war halt, weil der Launcher Origin heißt. Ja, das ist so. Und es macht jetzt halt keinen Sinn. Ja, okay, in dem Gesichtspunkt macht es sogar ein bisschen Sinn, zumindest das umzubenennen, weil warum solltest du Origin Access kriegen, wenn du es jetzt auf Steam kaufst? Das geht jetzt ja auch. Ja. Naja, wie auch immer, es ist eigentlich warum haben wir so mega lange über diese fucking Umbenennung von EA Access geredet? Das ist doch super unwichtig. Dazu zu hören mit den ganzen Namen, das fand ich gerade so geil alles, oh Gott. Aber let's go. Kleine noch ganz interessante News. Ein weiteres Urgestein von Rockstar hat das Studio jetzt verlassen. Er war auch über 20 Jahre da. Auch wieder jemand, der Leslo Jones heißt er. Auch wieder jemand, der, sag mal, eher in einer kreativen, schreiberischen Tätigkeit immer bei den Rockstar-Spielen aktiv war. Was das jetzt genau heißt oder nicht heißt, sei mal dahingestellt. Ich fand's einfach nur ganz erwähnenswert, weil wir bisher auch über die ganzen anderen Abgänge bei Rockstar geredet haben. Ja. Du brauchst halt keine kreativen Köpfe, wenn du für die nächsten 50 Jahre das gleiche Spiel einfach immer wieder re-release, ne? Ja, easy, damn it, crazy. Tja. Ich mach mir da ein bisschen Sorgen drum, weil ich finde irgendwie ein bisschen schade, wenn diese Story-Seite von Rockstar irgendwie so ein bisschen wegbricht. Aber hey, muss ich zeigen, irgendwie, wo die. Das Ding ist, also ich sehe das gar nicht so jetzt zwanghaft, weil, weißt du, auch für den ganzen Online-Kram brauchen die Story mit ihren ganzen. Jetzt gerade ist ja auch wieder irgend so ein Event und wenn dann da wieder irgendwie Casino oder so ein Scheiß ist, da brauchst du auch kreative Leute, die sich da das Ganze drumherum ausdenken. Deswegen, wahrscheinlich hatte der Typ keinen Bock, keine Ahnung, was da letztendlich los war, aber. Naja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass nur weil da jetzt 1, 2, 3 kreative Leute rausgehen, dass man echt komplett GTA erstmal abschreiben kann und die sich nur noch auf Online. Nee, das auch nicht. Aber so, du brauchst halt gerade, wenn du so eine 100-Stunden-Story erzählst, musst das halt einen vernünftigen Faden haben, der irgendwie zu irgendeinem richtig geilen Ziel hinführt. Und wenn du dich, sag mal, jetzt gerade so diese Köpfe dahinter, diese wirklich leitenden Personen, die das immer organisiert haben und so, dass diese Story alle zusammenhängen und diese ganzen Nebenquests da irgendwie auch mit reinpassen in die Setting und so. Wenn sowas fehlt, dann kann sowas halt auch schnell irgendwie den Ton nicht ganz so gut treffen. Und dann hast du eigentlich das Studio, das eigentlich so mit die geilsten Stories geschrieben hat und die Erwartungen sind immer hoch dran und dann könnte das so ein bisschen schief gehen. Mhm. Ja. Aber wird sich zeigen. Wird man sehen, was da passiert, ja. Mhm. So, dann haben wir noch eine kleine Kontroverse, bei der ich gespannt bin, ob die aufrechterhalten bleibt. Und zwar wurde diese Woche eine Control Premium Edition, glaube ich, weiß nicht mehr genau, was der Dingens Ultimate Edition wurde angekündigt. Die wird, glaube ich, umgerechnet knapp 40 € kosten. Und beinhaltet quasi das Grundspiel Control plus alle DLCs, die bisher rausgekommen sind. Das hört sich jetzt alles erstmal gar nicht so schlecht an. Ist ja eigentlich immer, das ist ja kein unbedingt schlechter Preis für ein Spiel und alle DLCs. Control ist ja auch ein Spiel, was auch ganz gut angekommen ist. Jetzt gibt's nur einen kleinen Kniff an der ganzen Geschichte. Und zwar für Konsolenbesitzer wird es so sein, dass möchtest du Control dann geupgradet haben auf die PlayStation 5 oder auf die Xbox Series X Version, dann musst du diese Ultimate Edition kaufen. Es reicht also, du kriegst kein Next-Gen-Update, wenn du die Grundversion des Spiels gekauft hast. Du kriegst nicht mal ein Next-Gen-Update, wenn du die Grundversion und alle DLCs einzeln gekauft hast. Also alles, was in der Ultimate Edition theoretisch drin wäre. Du musst spezifisch diese Version gekauft haben, um die Upgrades umsonst zu kriegen. Das ist halt mega ranzig. Das ist schäbig. Ja. Schmutz. Ich bin mir Das wäre wieder eine gute Wette, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie das noch ändern. Der Backlash war zu groß.
Wie viele das auch immer noch versuchen wollen. Ich meine, hatten wir das nicht bei EA auch und die haben das dann auch irgendwie einfach sein lassen? Oder zumindest dann, wie gesagt, das ist ein Jahr lang möglich, das zu upgraden oder so bei irgendeinem. Michi, ich kann ja erst mal gucken, ob ich dir einen Kaffee pissen kann. Dann bin ich nicht beschwert. Ist okay, du trinkst den halt, ne? Ist halt echt so, ne? Kannst du halt echt immer erst mal versuchen, so als Unternehmen, weil fuck it, Alter. Piss ich den Leuten halt einen Kaffee. Das finde ich halt auch echt frech, Leute, den Kaffee zu pissen. Gerade Kaffee, weißt du, das, was du so morgens trinkst, um den Tag zu starten, dann schmeckt der Scheiß ganz nach Pisse, Alter, wie ekelhaft. Ja, aber das ist halt so das, was die machen, ne? Und das ist, weiß ich nicht, die hoffen halt, das geht schon irgendwie gut. Es ist, ja, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es ist halt, also, okay, wenn sie sagen, wir möchten gerne, dass wir upgraden das für Leute, die alles besitzen. Ist immer noch komisch, eine komische Einschränkung, aber das wäre ja okay. Aber dann sollten sie zumindest für die Leute, die das Grundspiel plus beide DLCs einzeln gekauft haben, genau die gleichen Vorzüge, die Vorzüge gewähren. Natürlich auch, ja. Zumindest das. Ja, mal sehen, was da auch rauskommt. Dann wurde jetzt bestätigt, dass WB Montreal das nächste Batman-Spiel auf der DC Fandom zeigen wird. Das ist jetzt ja auch schon in 5 Tagen am 22. Und zwar Gotham Knights ist der gemutmaßte Name von dem Spiel. Weil jetzt ist es auch so eine Sache, sag mal, so wie ist er so ein schlecht gehütetes Geheimnis irgendwie. Ist nur ganz cool zu wissen, dass es auf jeden Fall dort zu sehen sein wird. Ich bitte, bitte, bitte zeig das fucking Harry Potter Spiel. Ja, das soll ja da vielleicht ja auch kommen, eventuell, ne? Das ist ja. Ich habe bisher noch nichts dazu gelesen. Es hörte sich nicht so an, weil das gehört ja auch nicht mit zu DC. Es ist zwar die gleiche, ist ja immer noch Warner Brothers, aber es gehört halt nicht mit zum DC Universe. Naja. Aber gut, vielleicht deswegen, bauen sie das ja noch so ein, dass es DC Universe. Hast du ein Hogwarts zu, keine Ahnung, Superman fliegt da rein, ach, was weiß ich. Das ist doch einfach nur dumm. Lassen wir das einfach. Ja. Dann ist die Woche über bei Amazon UK plötzlich eine Remaster-Version von Zelda Skyward Sword aufgetaucht. Solche Sachen passieren ja doch häufiger mal. Nur das Merkwürdige bei dem Listing war wohl, dass tatsächlich alle relevanten Informationen, die normalerweise nur wirklich existierende Sachen haben, da hinzugefügt wurden. Also es ist nicht so wie bei manchen anderen, wo einfach nur, sag mal, irgendein Hiwi hat plötzlich sich mal einen kleinen Platzhalter, so einen Witz erlaubt und hat quasi einfach mal einen Platzhalter für irgendein Spiel, was gar nicht ist, da reingepackt. Sondern da sind hier sowas wie EAN-Nummern, die quasi schon da mit dabei waren. Also es scheint eine Sache zu sein, die es gibt. Es wird ja auch gemutmaßt, dass in diesem Monat noch eine richtige Nintendo Direct stattfinden wird, wo wir dann eventuell was von dieser, von der 3D Mario Collection hören können und dann ja wahrscheinlich auch von sowas wie Skyward Sword. Wenn man sich den Release-Kalender für für Nintendo dieses Jahr anguckt, sieht der halt auch echt ganz schön mager aus. Es kommt noch Pokémon, es kommt noch Pikmin 3 raus, das Remaster. Und es kommt noch Pokémon Snap raus. Bei Pokémon Snap gibt es aber noch kein Release-Datum. Das heißt, es könnte auch nächstes Jahr kommen, oder nicht? Also es sollte jetzt, also es wurde, als es angekündigt wurde, es war 2020. Das kann sich natürlich geändert haben, sag ich mal. Nintendo scheint, finde ich, von all den Unternehmen das zu sein, das noch am meisten unter, sag mal, der aktuellen Situation zu leiden hat, was irgendwie deren Workflow und so angeht. Also die haben ja gleich alles abgesagt. So, okay, E3 machen wir keine, die Direct, die ja sowieso einfach nur ein Video ist, findet einfach nicht statt. All diese Sachen. Wurde so, also ich sag mal, die ganzen letzten Nintendo Directs, die hättest du auch heute abspielen lassen können. Die Leute hätten gedacht, oh Gott, ja, die achten ja auf jeden Fall auf Abstandsregeln und so Scheiß. Weil die deswegen mehr als eine Person da eben, die sich da hinstellt und hinsetzt und irgendwas sagt. Also so, ich weiß nicht. Da kann noch was kommen bei Nintendo, könnte man sagen. Aber andererseits, die hatten halt aber auch echt ein geiles Jahr eigentlich irgendwo, ne? So die hatten aber, und so. Das war mir auch gar nicht bewusst. Nintendo hatte dieses Jahr noch keine einzige richtige Direct. Null. Noch keine einzige hat bisher stattgefunden. Es waren alles immer nur diese Indie-Directs und solche spezifischen für Pokémon oder dann für Animal Crossing gab es ja am Anfang eine. Klar, natürlich läuft es für Nintendo wie eine 1. Die müssen im Endeffekt gar nichts machen und verkaufen über 20 Millionen Animal Crossing-Kopien. Ja, genau. Also so andere Spieler haben sich ja auch wie Sand am Meer verkauft. Also das ist ja echt. Aber es sieht trotzdem echt mager aus, was so neue Sachen angeht. Und also gerade auf diese Remaster Collection mit den Mario-Spielen hätte ich halt echt super Bock, weil außer Sunshine habe ich davon noch kein einziges gespielt. Und das wäre echt irgendwie cool, wenn man sowas gerade dann irgendwie auch für unterwegs haben könnte. Ja. Mal sehen. Auch Skyward Sword. Ich habe bei Nintendo ist bei mir so eine richtig große Gaming-Lücke, muss ich sagen. Dadurch, dass ich
dass ich habe, der GameCube war die letzte Konsole, die ich besessen habe, war die letzte und mehr oder weniger auch die einzige. Ich hatte zwar ein Super Nintendo, aber die meisten Sachen habe ich später dann erst über Emulatoren oder so darüber gespielt oder jetzt über den SNES Mini. Ja. Und dann kommen wir zu der anderen großen Geschichte, die diese Woche passiert ist, und die ist tatsächlich auch ziemlich gigantisch. Epic hat irgendwann die Woche über, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube Dienstagmorgen, haben sie auf Twitter und überall anders quasi veröffentlicht, hey Leute, ihr könnt euch ab jetzt 20% sparen, wenn ihr V-Bucks kauft, indem ihr die direkt bei uns kauft. Und nicht mehr quasi um Mobile ging es dort, über den App Store oder halt den Google Play Store. So, das Ganze verstößt natürlich klar gegen die Richtlinien, die Apple und Google aufgestellt haben. Die wollen natürlich immer, wenn irgendwie so kleinere Sachen verkauft werden, wollen die ihre 30% von der ganzen Sache haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben Fortnite aus dem Store natürlich gebannt. Die Reaktion von Epic Games war auf jeden Fall extrem kalkuliert und vorbereitet. Also es war jetzt nicht so, als hätten die mit irgendwas anderem gerechnet, sondern das war definitiv genauso geplant, wie es alles passiert ist. Denn was haben sie gemacht? Sie haben sowohl Apple als auch Google verklagt. Und haben gleich zu einer riesen PR-Kampagne angeläutet, die vor allem, was Apple angeht, relativ witzig ist, weil sie einen Werbespot, sag ich mal, parodieren, den hattest du auch letzte Woche angesprochen, als wir ein bisschen über die ganze Apple-Geschichte mit Microsoft geredet haben. Genau. Wo es um Game Pass ging, ne? Und dass Apple das verhindert. Genau, und zwar diese 1984 Werbung von Apple, die ich vorher gar nicht kannte. Ich habe sie jetzt das erste Mal gesehen. Genau die gleiche Werbung wurde jetzt quasi von Epic rausgebracht, nur sag mal mit Fortnite-Charakteren. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Klage, die Epic quasi jetzt vor Gericht bringt, geht nicht darum, dass sie irgendwelche Ersatzleistungen von Apple haben wollen oder von Google haben wollen, sondern sie wollen eine grundsätzliche Änderung von der Art und von der Preispolitik in den App Stores bewirken. Und da haben sie natürlich auch eine Riesenmasse hinter sich, weil ich meine, da haben wir schon ganz viel auch in den Shop von Epic auch schon drüber geredet, ne? Dass du da ja viel weniger Prozente abdrücken musst als Entwickler. Ich glaube, 8 oder so sind es, glaube ich. Genau, und ich glaube, Steam selber nimmt 30 oder so halt auch irgendwie, ne? Also so Epic macht da halt schon irgendwie schon den großzügigen irgendwie. Aber irgendwie kaufe ich es denen auch nicht ganz ab. Also ich finde ja das Duell zwischen diesen einzigen Unternehmen, auch wenn Epic ja wesentlich kleiner ist als Apple oder Google, aber trotzdem auch zwischen, das sind ja trotzdem Milliarden, also die haben auch Milliarden. Ja. Das heißt, sie können sich auch mit die besten Anwälte leisten. Wir hatten ja genau, das hatten wir heute vorhin ja schon geschnackt, Jens. Aber trotzdem, also so, ich finde das ein bisschen heuchlerisch, dass Epic sich da hinstellen will und sich da als die Großding hinstellen sollen. Weil die nämlich auch echt clevere Wege, und da habe ich auch schon drüber geredet, und da bist du mir ja auch nicht ganz einer Meinung, Jens. Das weiß ich schon vom Vorfeld, bevor ich nur einmal erwähnen. Und zwar, dass Epic ja auch in Fortnite ganz viele Mechaniken eingebaut hat, die absolut eigentlich ein gutes Gefühl dabei geben, praktisch für In-Spielkäufe Geld auszugeben. An Battle Pass und Skins und all so Mist. Und was sie da alles eingeführt haben, mit sich jeden Tag wechselnden Angebot und so ein Mist, damit du auch immer das Gefühl hast, okay, ich muss mir den Skin heute holen, weil ich weiß nicht, ob er morgen wieder drin ist. Und ganz viele andere Sachen, was sie sich ausgedacht haben. Und deswegen finde ich das so ein bisschen heuchlerisch von denen, dass die jetzt praktisch so eine ganze Bewegung irgendwie aufbauen wollen, von wegen, wir sind ja für die. Ich meine, natürlich, ihr habt halt auch scheiße Geld, weil euer Spiel einfach aus nichts völlig explodiert ist. Deswegen könnt ihr euch gerade jeden Scheiß leisten, aber weiß ich nicht. Ich finde, es gibt zwei Szenarien, in denen diese Sache als heuchlerisch für Epic endet. Über die Skin-Sache brauchen wir nicht nochmal diskutieren. Ich glaube, das haben wir im Podcast bestimmt schon 5-mal gemacht. Kaum nochmal. Und zwar, schäbig wäre es, wenn tatsächlich Epic diese ganze Geschichte jetzt einfach nur nutzt, um sich einen besseren Deal rauszuhandeln und nicht tatsächlich das macht, wofür sie gerade, und auch vor allem Tim Sweeney, der CEO, gerade extrem versucht, sag ich mal, Werbung zu machen, ist, hey, wir machen das nicht nur für uns, sondern wir machen das für alle, damit jeder quasi die Möglichkeit hat, Preise zu, quasi bessere Deals bei diesen Shops zu kriegen, die mehr dem entsprechen, was tatsächlich ein fairer Preis wäre. Was dafür spricht, ist, Epic geht dort mit eigenem Beispiel gut voran. Sie nehmen tatsächlich deutlich weniger und scheinen damit ganz gut zu fahren, wenn man sich anguckt, wie viele Spiele jedes Jahr umsonst raus, die jetzt umsonst beim Epic Game Store rauskommen. Und es scheint ja rentabel zu sein. Die andere Sache, die ich persönlich ein bisschen schäbig finde, ist, dass diese, sag ich mal, PR-Mobilisierung meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr Kinder mobilisiert, um jetzt gegen Apple und Google anzustinken. Ja, auf also, jeden Fall. Also, sag mal, klar ist dieses Parodie-Video von deren Werbung ganz witzig, aber auch der Twitter-Account von Epic und auch dieses Video ist, sag mal, das spricht ganz klar ein, sag mal, klar spielen auch Fortnite ältere Leute, aber primär ist
das Durchschnittsalter jünger und scheint auch ziemlich klar diese Leute mobilisieren zu wollen. Und das finde ich ein bisschen, sag ich mal, suspekt. Aber hey, okay. Im Endeffekt kommt es bei der ganzen Geschichte auf eine Sache an. Kommen sie damit durch und ist das Ergebnis, was sie damit erzielen, ein gutes Ergebnis für alle oder nur für sie? Das ist, finde ich, sind die Sachen, die entscheiden werden. Möchtest du erstmal Mini dazu was sagen? Ich will nur ganz kurz, dafür komme ich auch in die Hölle, aber da wird die Fortnite-Jugend ausgehoben. Habt ihr mal, also völliger Random-Fact, ne? Aber habt ihr mal davon gehört, dass es tatsächlich Kinderkreuzzüge gab im Mittelalter? Also ich weiß auch nicht, wie ich da das habe, aber gab es wirklich. Ohne Witz, da sind aus Frankreich und Deutschland sind 50.000, 60.000 Kinder losgezogen und wollten halt fucking irgendwie ins Heilige Land und da irgendwas regeln. Und die sind... Also die Hälfte von denen ist gestorben, die andere Hälfte wurde versklavt. Also so richtig heftiger Scheiß. Und ich weiß auch nicht, wie ich gerade drauf komme. Ich will auch nicht Epic gerade mit den Kreuzzügen vergleichen. Aber es ist doch irgendwie ganz interessant, dass praktisch immer noch die gleichen Methoden irgendwie heute noch angewendet werden bei einigen. Okay, ich habe es gerade mal nur kurz überflogen. Das ist wohl geschichtlich extrem kontrovers, ob das stattgefunden hat oder nicht. Ich habe davon aber auch nur gehört. Okay, also ich will mir auch kein... Es gibt tatsächlich keine schriftlichen Augenzeugenberichten davon. Deswegen ist es wohl... Aber es gibt darüber zumindest Wikipedia-Artikel, weißt du. Es gibt ein Wikipedia, aber das ist eins der ersten Sachen, das quasi ist, extrem strittig ist, inwiefern und ob überhaupt das stattgefunden hat. Ja, okay, dann wollen wir das aber mal. Lieber Kinder auf einen Kreuzzug schicken, als einen Kreuzzug gegen Kinder zu machen, ne? wie soll ich das jetzt hier aufgehen? Wow. Geht's dir noch ein bisschen? Ich sollte aufhören. Also, ich sag mal nochmal, um auf deine Punkte zurückzukommen, Jens. Das erste, was du gesagt hattest hier mit das, also das wäre halt richtig schäbig, ne? Wenn sie wirklich jetzt einfach da rausgehen und sagen, okay, wir haben uns auf 15% geeinigt. Wir drücken nur noch 15% ab, anstatt die 30% vorher. Und wir haben das nur für uns gemacht und ja, alle anderen müsst halt auch gucken und klagen und was weiß ich. Das wäre halt gut schäbig. Ist halt die Frage, wenn es so kommt, glaube ich, dann würden die aber auch einen riesen. Würden sie dann riesen negatives Feedback geben? Ich glaube nicht, dass das tatsächlich darauf hinausläuft. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ein riesen PR-Fuck-up von denen, wenn sie am Ende quasi rausgehen mit: Ich weiß gar nicht, was ihr wolltet. Wir haben einen ganz guten Deal gekriegt. Wir sehen uns später, ne? Aber im Endeffekt, irgendwas muss ja passieren, weil auch Epic kann sich das oder auch Fortnite kann sich das nicht leisten, dass sie nicht mehr auf den App-Stores von Google und von Dings sind. Und von Apple. Naja, bei Google ist es kein Problem, weil bei Google waren sie ja bis vor einem halben Jahr gar nicht im Store drin. Sondern okay, aber Apple quasi ist nur schon. Bei Apple ist es eine Notwendigkeit, um, sag ich mal, ja, es gibt gejailbreakte Apple-Telefone, bei denen es dann ohne gehen würde, aber das ist der, ich glaube, die, ist ja nicht die Lösung sind zu für wenig Standard. Leute. Nein. Ja, genau. Ist es definitiv notwendig. Die Frage ist, wie viel ist das prozentual? Und ich würde schätzen, dass wahrscheinlich es immer noch, beide zusammen sind immer noch kleiner als der Rest, wäre meine Vermutung. Ja, meinst du jetzt Google und Apple ist immer noch kleiner als der ganze Rest? Als gerade PlayStation und so ein Kram. Die haben ja auch irgendwie auf der PlayStation die irgendwann mal Zahlen bekannt gegeben. Das waren irgendwie 70 Millionen oder 60 Millionen oder sowas. Das war irgendwas super Abartiges. Ja gut, aber ich meine, wenn du 50 Millionen Leute verlierst, weil das einfach über Apple einfach irgendwann nicht mehr nicht mehr herunterladbar ist. Ich meine, du kannst es ja auch immer noch spielen, oder? Also du legst es runter. Ja, konnte das gerade nicht mehr so richtig rausfinden, ob es gerade jetzt noch möglich ist oder nicht, weil es ist irgendein Patch rausgekommen und das, weil es halt nicht mehr im App Store ist, wird es nicht gepatcht oder so. Geupdatet, ja, alles irgendwas, klar. Das, was ja auch clever ist, damit du die Kids auf jeden Fall dazu bringst, die das auf Apple spielen wollen, Apple-Geräten spielen wollen, auf jeden Fall dazu bringst, dass sie irgendwie auf die Barrikaden gehen, um halt ja, die Welle da irgendwie so ein bisschen in Gang zu bekommen. Aber ey, also ich sag mal, gibt's ja eigentlich ja nur zwei Lösungen dafür. Also entweder die werden einfach getrennte Wege jetzt gehen, Apple und Epic, so, und das wird jetzt einfach, die werden sich nicht mehr einigen können, was weiß ich. Oder halt, die Preise werden generell für alle runtergehen, also das, was die abdrücken müssen an Apple. So, das sind ja eigentlich nur die beiden Möglichkeiten, oder? Und die dritte natürlich. Und die dritte es gibt vier eigentlich, weil die vierte ist, dass Epic irgendwann aufgibt und sagt, ja, alles klar, ihr nehmt die 30%, ihr könnt nicht mal. Ja, genau, das ist natürlich auch. Es gibt schon eine ganze Menge Szenarien. Interessant wird's halt, wenn sie tatsächlich damit durchkommen und gesagt wird, hey, alles klar, das ist nicht fair, einen so großen Prozentsatz von einer bestimmten Art an quasi Verkäufen einzunehmen, weil das könnte halt auch größere Auswirkungen haben auf Läden wie Steam,
oder PlayStation oder Xbox oder Nintendo. Weil alle von denen nehmen quasi diese 30% sind eigentlich so, sag mal, üblich in der Branche für diesen Betrieb von diesen Shops. Da wird es dann halt interessant. Wenn tatsächlich diese Mauern brechen und Leute die Möglichkeit kriegen, Sachen eventuell nicht nur über diese Shops zu vertreiben, sondern die nur im Endeffekt, sag mal, der Lieferant davon sind. Mal sehen. Witzig, ich habe auch keine Vorstellungen davon und konnte leider auch im Vorfeld jetzt mich da nicht so, also ich habe nichts gefunden. Wie lange dauert das jetzt noch? Kann ich damit rechnen, dass wir da irgendwie bald eine Antwort haben oder nicht? Bald eine Antwort zu haben, oder ist das sowas, okay, in 3 Jahren haben die sich irgendwann mal auf irgendwas geeinigt und bis dahin haben wir es eh wieder vergessen und Fortnite-Spiel kommt sowieso noch jemand, also es ist alles egal. Ja. Dann haben wir es auch tatsächlich mit den News für diese Woche. Michi, ich reiche an dich weiter. Ja, wir haben auf jeden Fall, wir haben 2 Mails. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal die eine Stunde durch. Und zwar hatte sich Fuxi gemeldet mit der Überschrift zu der Mail: Miller, der alte Splasher, Spritzgate. Ich glaube, da ging es um den vorgestellten Ventilator von letzter oder vorletzter Woche, den du hast. Letzte Woche war das, glaube ich, ne? Ich glaube auch. Auf jeden Fall, ich hatte da schon zumindest den Teil gelesen, den ich irgendwie lesen durfte. Und zwar ist da wieder ein Quiz mit bei. Ja, ich lese das auf jeden Fall einfach mal wieder vor. Die ist auch nicht so lang. Warte, bevor wir anfangen, brauche ich Zettel und Stift. Das weiß ich nicht. Es sind ganz wenig Fragen. Es sind nur ganz wenig Fragen. Halt es dir bereit. Okay, das müssen wir noch mal hier rübergreifen. Ja, hier kann ich drauf schreiben. Ich hab, glaube ich, würde. Kann auf jeden Fall auch einiges selber spielen. Ja, kriegen wir hin. Jetzt bin ich auch bereit. Mini, du bist auch bereit. Ja. Aber erstmal kommt sowieso der normale Teil der Mail. Während der Aufnahme eventuell erst durchlesen. Genau. Hallo Nachbarn, wir starten direkt durch. Willkommen bei Quizzen mit Fuxi Love. Um den Bezug zu aktuellen Themen beizubehalten, zieht doch alle 3-mal eure Lieblings-Corona-Maske an. Ach ja. Keine Angst, ihr sollt sie nur kurz zeigen. Kleiner Marketing-Move für euren YouTube-Account. Guter Sound und entspanntes Atmen soll eine gewisse Radrunde gewährleisten. Ja, aber holen wir alle mal einmal. Corona-Maske. Das wäre auch witzig. Ich habe eine in der Tasche. Warte mal, ich brauche 2 Sekunden. Ist gar nicht so einfach. Ja, so um Fettzett rum, ne? Ich glaube, dann geht meine kaputt. Ich habe eine mit so einem schönen Blumenmuster. Und die ist mir auch viel zu eng und die zieht mir auch voll die Ohren lang, aber ist okay. Nice. Also, Bogenquiz 2.0. Das hättet ihr jetzt wohl gern. Diese Thematik wird eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgenommen. Jedoch wurde der Themenbereich auch schon mit einem würdigen Sieger gekürt. Und ich meine, das war Miller? War das nicht ein Dreier-Gleichstand? Wir hatten auf jeden Fall einen Gleichstand erst. Ja, aber wir hatten danach noch irgendwas beschnackt. Ach stimmt, kam ja noch ein Extra-Ding. Ich weiß das gar nicht mehr. Stechfrage oder so. Nicht. Also ansonsten hatte ich hier nämlich noch ein Schwanzspiel-Quiz. Wird es sicherlich auch nochmal geben. Oder wir lassen das Quiz weg. Nee, ich werde da jetzt schön reinschwitzen, das macht Spaß. Oder wir lassen das Quiz weg und spielen das Schwanzspiel einfach beim nächsten gemeinsamen Treffen. Stimmt, da müssen wir auch nochmal drüber schnacken. Ich hoffe nun inständig, dass ihr den Bezug zur letzten Folge und den grandiosen Spiel Fall Guys herstellen konntet. Ich denke mal, da geht es um das Spannspiel irgendwie so ein bisschen. Ansonsten wäre dieser Part der Mail mehr als unanständig und irritierend. Aber nun zum Quiz, zum richtigen Quiz. Was gibt es Spaßigeres und Würzigeres als Soßenquizze? Richtig, ein Terraflops-Quiz. Willkommen in der Welt des... So geil. Willkommen in der Welt des Spaßes. Los geht's, Freunde. Stellt eure Kresse beiseite, pendet euer Feng Shui oder Essen ein und spitzt eure bereitgelegten Stifte für die Notizblöcke. So, und jetzt gehen, glaube ich, einfach die Fragen los. Quiz, das wird eine Katastrophe. So geil. Es sind, glaube ich, nur 2 Fragen, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Antworten stehen ganz unten, deswegen kann ich das, glaube ich, auch alles lesen. Also, Terraflops. Hop oder Top? Das ist hier die Frage. Wofür steht in diesem Zusammenhang das Akronym Flops? Ich habe jetzt keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, da ich mir vorstellen kann, dass ihr die Bezeichnung und Bedeutung dennoch kennt. Falls nicht, unter Frage 2 steht die deutsche Übersetzung. Ihr spoilert euch damit nicht. Ich warte natürlich auf die englische Formulierung. Okay, also, ich schreibe es auf. Ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Ja, wollen wir nicht einfach ein bisschen rumraten? Ich weiß, glaube ich, was es heißt. Also ich bin mir 80% sicher. Soll ich mal ganz kurz sagen, was ich mir unter Flops vorstelle? Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das, weil sich halt Elektronen schnell bewegen, dass das halt immer so schnell und her ploppt, weißt du, dass du.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich sag dir, ich kann dir die Wörter sagen, wofür Flop steht, aber ich kann dir nicht erklären, warum das so heißt. Also. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber die deutsche Übersetzung bekommen wir. Jetzt kommt die zweite Frage, weil ich. Das soll ich mir auch noch vorstellen. Das ist einfach. Ich schreibe einfach mal auf. Warte, ich bin auch am Aufschreiben, ja. Ich glaube, ich beantworte die Frage auch völlig falsch, aber ist egal. Mini? Warte. Ich brauche noch kurz. Hm? Ich wüsste, diese Maske ist so scheiße, ne? Ich weiß auch nicht so ganz, warum du sie noch nicht abgenommen hast. Nee, weil ich die tragen möchte jetzt. Okay. Okay, weil, gut. Ja, weil die hier, sieht die nicht schick aus? Man kann, ich finde, das immer am besten ist immer, wenn man Leute sieht, die ihre Masken, sie haben sie zwar auf, aber im Endeffekt schützen sie absolut gar nichts. Oh, ich hasse das. So einen kleinen Kindschutz. So einen richtig schönen Kindschutz. Ich meine, ich kann das ja verstehen, wenn du wieder in der Öffentlichkeit unterwegs bist oder in der frischen Luft, weißt du, du musst. Dann ist das ja alles gut, aber in Läden, die Leute, die wirklich einfach nur sich das Ding mehr oder weniger als Mütze aufsetzen, also. Der erste Punkt ist mir auf jeden Fall sicher, wir können weitermachen. Wunderbar. Frage 2 ist, welche der folgenden Begrifflichkeiten steht für die kleinste Größe im Flops-Universum und welche steht für die größte Einheit? Hat er hier ein paar vorgestellt. Und zwar ist es Megaflops, Zetaflops, Teraflops, Petaflops, Jotaflops, Exaflops, Kiloflops und Gigaflops. Gott. Und da habe ich auch schon die Frage, die deutsche Übersetzung. Tonflops. Okay. Kleinste, die Frage ist halt kleinste und größte. Soll ich nochmal vorlesen? Okay. Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben. Beim kleinsten bin ich mir sicher, beim obersten, beim größten habe ich geraten. Ich bin tatsächlich, beim kleinsten bin ich mir auch relativ. Uff, ich bin hier also mit den Flops-Experten am Tisch. Also es kann vielleicht nur unangenehm für euch beide werden, weil ich habe gar keine Ahnung. Also, weiß nicht, was ist denn? Ich meine, weißt du, so Mega ist doch keine Einheit. Du kannst doch nicht sagen, dass Mega eine Einheit ist. Ja, das ist doch einfach, weiß ich nicht. Oh Gott, come on. So, wunderbar. So, dann. Sollen wir die Antworten vorstellen erstmal, bevor du aufklärst? Die Antworten vorstellen, ja, mach nochmal. Ja, genau. Also, Frage 1, was ja. Also, ich glaube, es heißt Floating Point Operations per Second. Was das heißt, kann ich dir absolut nicht sagen. Aber ich glaube, das ist, wofür steht. Da bist du, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe einfach aufgeschrieben, Bewegung von Elektronen. Okay. Ja, also. ich hab das noch nicht, kein Plan, Mann. Mini? Free, lonely, openly, perverse, duodesses. Ah, schön, Mini. Kleiner Sexwiss muss hier immer rein, Alter. Sonst geht das hier nicht um. Das geht hier nicht. So, ich kann auf jeden Fall dazu, kann ich schon mal sagen, dass auf jeden Fall die deutsche Übersetzung ist. Soll ich das schon sagen? Ja, sag ich. Ja. Das ist Gleitkomma Operationen pro Sekunde. Also ich glaube, Jens, du hast das. Ja, Jens ist richtig. Ja, okay. Gleitkomma Operationen pro Sekunde. Vom Gleitkomma. Naja. Das Ding ist, ich habe mir irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, mal so ein Video angeguckt, wo jemand erklärt hat, was das ist. Und das ist das Einzige, was ich mir davon merken konnte. Ja, gut. Dann geht's um die größte oder kleinste Einheit mit den ganzen verschiedenen Namen. Ich habe bei kleinste habe ich Jota, bei größte habe ich einfach Mega genommen. Ich habe Jota bei klein und Peter bei groß. Okay, ich habe Kilo und Zeta. Kilo und Zeta. Kilo ist klein und Zeta ist groß oder andersrum? Ja, Kilo klein, Zeta groß. Okay. Also soll ich mal erstmal, er hat hier noch was weitergeschrieben, aber das kann man gleich eigentlich vorlesen. Hier kommen die beiden Lösungen. Wofür stehen die Zusammenhang als Akronym Flops? Floating Point Operations per Second, hast du recht. Und das Frage Nummer 2 ist, Kilo ist das kleinste. Und Jota ist, nee, warte mal. Jota ist das größte. Jota ist tatsächlich das größte, also genau. Okay. Immerhin Kilo, richtig. Ja, genau, weil Kilo ist halt 10 hoch 3 und Jota ist halt 10 hoch 24. Und generell. Ich dachte halt an Kilobyte und Megabyte und so diese Sachen und dass das da ja bestimmt genau gleich laufen wird. Ja. Und generell, also für alle, die es auch nochmal von uns dreien interessiert, hat er hier uns nochmal so eine Liste mit den einzelnen Nullen praktisch auch aufgeschrieben, die das bedeutet, zu sein. Ich muss mir jetzt auch mal die E-Mail angucken, warte mal. Weil, keine Ahnung, du hast halt bei Jota-Flops, also Jota ist anscheinend auch wirklich eine Zahl. Das ist dann eine 1 mit, ja, 24 Nullen. Teraflops, da hast du halt eine 1 mit 12 Nullen, ist auch mal gut zu wissen. Ach, so knapp. Zetaflops.
Zweitgrößte, immerhin. Zweitgrößte, immerhin. Ja. Mega ist das zweitkleinste. Warum ist Mega denn, Digga, Mega ist doch immer heftig. Mega ist doch heftig. Du musst halt gucken, dass du hast Mega und Kilo und sowas und das benutzen wir. Das heißt, da hast du 100 oder 1000 oder sowas. Ja, als dann kommen die Experten und sagen Jota. Das sind halt die Summen, da denken wir gar nicht drüber nach, weil du brauchst keine solche Angaben als RAM oder was weiß ich was. Das wird sicherlich genauso gleich irgendwie übersetzt werden, dass du auch. Ich brauche nicht Jota. Ich glaube tatsächlich, dass die Gesamtgröße von den Karten im neuen Flugsimulator sind, glaube ich, in Petaflops angegeben. Oha, da kommen wir langsam dahin, ne? Weil ja. Ich hatte heute auch, ich hatte mir auch einen Dingens, da hatte jemand von, das ist schon eine Woche oder so her, der hat nur, du kannst quasi dir Karten auch runterladen, also dass die nicht gestreamt werden. Und der hat nur einen Teil von New York runtergeladen, nicht mal die ganze Stadt, und das waren über 5 Gigabyte. Ja. Scheiße, ey. Ja, das ist echt krank. Was er denn noch dazu geschrieben hat, dies soll es auch schon gewesen sein. Das Teraflops-Universum ist tatsächlich kleiner als gedacht. Ich verstehe dennoch nur ca. 18,5% des Ganzen und somit endet hier der Ausflug in die verrückte Welt der großen Rechenleistung. Mit freundlichen Grüßen, Fuchslob. Herrlich. Ja, ich glaube, das war auch die maximale Menge an Fragen, die wir einigermaßen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ansonsten, wir haben noch eine weitere Mail. Ich weiß gar nicht, ob ich ich muss vorher einmal reingrätschen. Ja. Wenn alles geklappt hat, sind nun 2 von 3 Podcastern überrascht. Da auch Heinrich Überraschungen liebt, habe ich mal aktiv versucht, einen anderen Insider zu erreichen. Vielen Dank, Miller. Ich war selbst mit der Kürze des Terraflops-Quizzes unzufrieden. Zum Glück brachte Michi neben seinem stabilen Alkoholkonsum auch noch Pferde mit feuchter Aussprache ins Spiel. Ein Freigeist, unser gelber Postengel. Und da folgt das abschließende Quiz der Woche. So viel sei verraten, es bleibt feucht. Also haben wir noch. Seid ihr bereit für Quiz Nummer 2? Ja. Wie hat er sich denn bei dir gemeldet? Private Mail? Oder? Wir haben uns privat und, in Kontakt gesetzt und ich durfte diese Mail aber auch jetzt erst öffnen. Also das lese ich auch gerade. Dann brauche ich auch wieder Zettel und Stift. Es geht nämlich weiter, feucht und fröhlich. Das sind jetzt auch, es sind 5 Fragen. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin bereit. Frage Nummer 1. Wozu wurden Alpakas ursprünglich gehalten? A. Zur Weidenpflege und zum Herdenschutz. B. Als Lastenträger bei Berggängen. Oder C. Als Lieferant von Wolle und Fleisch. Also A. Weidenpflege und Herdenschutz. B. Lastenträger. Oder C. Lieferant Wolle und Fleisch. Da habe ich sehr schnell eine Antwort für mich selber festgelegt. Keine Ahnung, ich glaube, meine Antwort ist immer dumm, aber ich bleibe dabei. Ja. Zweite Frage. Wie viele Mägen hat ein Alpaka? Das ist ein geiles Quiz. A, 1 Magen, B, 3 Mägen oder C, 7 Mägen? Ey, die wirst du auch nur bloßgestellt, mit den Unwissen. Ja. Wow. Scheiße, ey. Das ist bestimmt falsch, aber. Ich meine, irgendwo müssen wir richtig liegen. Es ist eine Multiple Choice. Das ist. Let's go. Nein, Michi, du kannst auch bei einer Multiple Choice. Das ist wie mit meinem zweiten Namen. Es kann mehr als eine Person Heinrich heißen. Ja, ich weiß, das ist eines anderes. Ich meine, wir sind 3 Leute, 5x3 Antwortmöglichkeiten. Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass du irgendwo vielleicht mal zufälligerweise. Dritte Frage. Wenn sich ein Alpaka wohlfühlt, dann A. Hebt es den Schwanz und wiehert wie ein Pferd. B. Richtet es die Ohren nach vorne und beginnt zu brummen. C. Legt es die Ohren an und gibt Klicklaute von sich. Also wenn sich das Alpaka wohlfühlt, A. Schwanz heben, B. Ohren nach vorne und brummen oder C. Ohren anlegen und Klicklaute. Oh. Nice, also sind hier wieder gute Alpaka-Fragen, muss ich sagen. gefällt mir richtig gut. Auch ein Quiz, das ich gedacht hätte, dass ich die machen werde, aber. Nee. Kann ich von der Bucketlist streichen, ist gut. Ja. Nice. Wodurch unterscheidet sich die Alpaka-Wolle von der Schafswolle? A. Alpakas haben eine andere Haarstruktur, was die Wolle zwar weniger fusselig, jedoch auch weniger elastisch macht.
B, sie ist wasserabweisend und erhält das Pheromon Muscon, was die Alpaka-Wolle gut duften lässt. C, sie ist weicher, wärmt besser und ist strapazierfähiger ist strapazierfähig und kaum fetthaltig. Also A, andere Haarstruktur, weniger fusselig, mehr elastisch. B, wasserabweisend und Pheromon Muscon gut riechen. C, weicher, wärmer, strapazierfähiger, kaum fetthaltig. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Alpaka gut riecht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich sagen. Hast du nur noch mich an einem Alpaka gerochen? Nee, aber ich nicht. Das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Vielleicht ist das so richtig der wohlige Duft. Vielleicht also das, ich finde, aber den hätte ich davon gehört. Also hätte man doch davon gehört. Ich hätte doch irgendwann mal gesagt, so, hast du schon mal so einen Alpaka gerochen? Das riecht gut. Ja, aber das ist das Ding. Das macht halt vielleicht keiner. Vielleicht hat einfach noch keiner an einem Alpaka gerochen. Ja, aber irgendwer muss das ja wissen. Irgendwer muss das doch gemacht haben. Regel Nummer 1, du sprichst nicht über den Duft eines Alpakas. Okay. Und die letzte Frage, Frage Nummer 5. Alpakas und Lamas haben die einzigartige Angewohnheit, stottig zu betreiben. Worum handelt es sich hierbei? Also stottig. Stottig, S-T-O-T-T, Stotting, sorry. Stotting, S-T-O-T-T-I-N-G. Okay. A. Stotting ist eine besondere Bewegung des Alpakas, wobei der Galopp immer wieder durch Sprünge in die Luft unterbrochen wird. B. Beim Stotting wirft das Alpaka wiederholt den Kopf zurück und sammelt so den Magensaft in der Mundhöhle, den es zum Spucken braucht, also Headbang. Ja. Oder C. Alpaka-Männchen setzen beim Ausfeuchten der Rangordnung ihre Hengstzähne ein, mit denen sie ihre Gegner ernsthaft verletzen können. Dieser Vorgang wird Stotting genannt. Also A. Eine Art des Galopps, sage ich mal, mit Sprüngen. B, den Kopf vor und zurück, um Magensaft in der Mundhöhle zu sammeln zum Spucken. Oder C, ein Ausfechten der Rangordnung der Männchen. Alter, spielt Fuxi, ey. Das ist echt ein krasses Quiz. Ich habe eine ganze Menge B. Oh, ich habe eine ganze Menge A. Okay, sind wir bereit für ja die Auflösung? Die Lösungen sind länger als das Quiz an sich, also okay. Wird dir auch ein bisschen Unterricht jetzt, würde ich sagen. Ja, wollen wir, jeder schreibt seine eigenen Punkte mit und wir halten immer das hoch, wahrscheinlich in die Kamera, dann kann man unser... Kann man gerne machen. Gut, ich hoffe, Lösungen. Ich hab's mit. Ja. Erstens, wozu wurden Alpakas ursprünglich gehalten? Richtige Antwort ist... Achso, ja, ich hab Lastenträger. Ich hab A, ich weiß gerade gar nicht. Ich hab auch A. War Herdenschutz, Lastenträger war B, richtige Antwort ist C. Die Peruaner hielten Alpakas hauptsächlich wegen ihrer Wolle und zur Schlachtung. Von einem Tier lassen sich 3,5 bis 5 Kilo Wolle gewinnen. Der Wollexport der rund 3,3 Millionen Alpakas stellt für Peru noch heute einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor dar. Auch Alpaka-Fleisch wird in peruanischen Restaurants noch serviert. Um die 28.000 Tonnen werden jährlich verarbeitet. Schmecken soll es ähnlich wie Kalb oder Wildfleisch. In unseren Breitengraden spielt jedoch beides eine untergeordnete Rolle. Hier kannst du beispielsweise mit den flauschigen Vierbeinern wandern gehen. Auch als Therapiebegleitung werden die ruhigen Tiere gerne eingesetzt. Außerdem haben Lamas und Alpakas eine spezielle Eigenschaft. Beobachtertiere warnen ihre Herde vor, wenn sie eine potenzielle Bedrohung nähern. Sie bleiben stehen und würden auch heftig gegen Feinde austreten. Das reicht, um Jäger wie Wölfe abzuschrecken. Bei Versuchen im Bündnerland haben Lamas zuverlässig Schafe bewacht. Okay. Krass. Ja, okay. Hätte jetzt nicht gedacht. Ja. Nee, also es ist auch, wow. Ja, 28.000 Tonnen Alpaka-Fleisch werden jährlich. Ich würde es gerne mal probieren. Ich würde es gerne mal probieren. Ich würde es gerne mal mit ein bisschen Soße. Schön Meerrettich. Alpaka und Meerrettich, die klassische Kombi. Köstlich. Schöne Bolognese draus Soße machen. Komm, was soll mal, Jungs? Komm. Frage 2. Wie viele Mägen hat ein Alpaka? Ich sag einen Magen. Warum will ich die haben einen Magen? Gesagt. Ich glaube nicht, dass drei. Die Wiederkäuer sind. Also B habe ich genommen. Ich sag einen. Richtige Antwort A, ein Magen. Obwohl das kamelartige Tier seine Nahrung wiederkäut, gehört es nicht wie Rinder und Schafe zu den echten Wiederkäuern. Interessant. Es besitzt nur einen Magen, der allerdings in drei Bereiche unterteilt wird. Der erste und größte Abschnitt übernimmt die Funktion der Vorratskammer.
Hier arbeiten unzählige Bakterien, Pilze und Einzeller an der Vorverdauung des Futters. Dieses wird dabei fortlaufend zurück ins Maul befördert und wieder gekaut. Nach einer geraumten Zeit, bis zu 63 Stunden, wird der Brei in den zweiten Magenabschnitt transportiert, der ähnlich funktioniert und aufgebaut ist wie der erste. Im dritten Abschnitt befinden sich Magendrüsen, welche unter anderem Salzsäure und Verdauungsenzyme produzieren. Durch die lange Verweildauer ist die Verdauung sehr effizient. So kommen Alpakas auch auf kargen Weiden gut zurecht. Was eine Kuh an einem Tag frisst, ist genug, um 8 ausgewachsene Alpakas satt zu machen. Ich hätte gedacht, das driftet jetzt noch ein bisschen an den Stuhlgang von Alpakas ab, als wir hier über Verdauung auf einmal. Hätte ich auch interessiert. Ja, würde sagen, wäre ich auch nicht abgeneigt über die Info. Dritte Frage. Wenn sich ein Alpaka wohlfühlt, dann? Dann wird gebrummt. Es wird richtig abgebrummt. Ja, habe ich auch erwähnt. Ich habe C. Was war C denn noch? C ist Ohrenanlegen und Klicklaute. Ohrenanlegen und Klicklaute, ja. Ohrenanlegen ist immer gut bei Tieren, wenn die sich wohlfühlen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich schon mal... Nee. Richtige Antwort ist B, das Brummen. Alpakas kommunizieren sowohl durch Körper als auch durch Lautsprache. Die wichtigeren Rollen spielen die Körperzeichen, die sie abgeben. Wenn die Ohren nach vorne zeigen, ist ein Alpaka meist entspannt und aufmerksam. Begleiten kann es diese Haltung durch Brummen oder Summen. Je leiser und tiefer dieses Summen ist, desto zufriedener ist das Tier. Wenn es hingegen laut, stoßartig und in einer hohen Tonlage summt, ist es eher nervös. Versuch mal laut und stoßartig zu brummen, Digga. Wie willst du das denn regeln? Okay. Legt ein Alpaka die Ohren flach nach hinten, ist das ein Zeichen für Anspannung. Hebt es zudem den Schwanz steil hoch und senkt den Kopf, begibt es sich in Kampfbereitschaft. Wenn ein Alpaka die Nase hebt, ist Vorsicht geboten. Es macht sich bereit zum Spucken. Dieses Benehmen dient vor allem dazu, die Rangordnung in der Herde zu klären. Menschen geraten dabei eher selten in die Schusslinie. Dann die nächste Frage war, unterscheiden sich Alpaka-Wolle und Schafswolle? Ja. Ich, ganz ehrlich, ich habe B genommen, weil Muskon, das muss er sich ja sonst ausgedacht haben. Ja, ist so spezifisch, das glaube ich, hat er sich nicht ausgedacht. Er gibt schon die ganze Zeit. Warte mal. Wolltest du Muskon nehmen? B Muskon, ist das, glaube ich. Ja, ist B, genau. Ja. Ich habe A, ich habe das mit flexibel, aber weiß ich auch nicht. Ich habe C genommen. Weicher, wärmt besser, strapazierfähig und kaum fetthaltig. Wie war das bei mir? Fetthaltig bin ich mir unsicher. A war andere Haarstruktur, weniger fusselig, jedoch weniger elastisch. Okay. Gut. Wodurch unterscheiden sich die Alpaka-Wolle der Schafwolle? Antwort C ist richtig. Alpakas liefern viel weichere, weniger kratzende Wolle als Schafe. Die Fasern sind hohl und enthalten Luft, was ihnen einmalige Thermoeigenschaften verleiht. Durch diese Isolation wärmt Alpaka-Wolle bei Kälte besser als Schafwolle. An warmen Tagen schirmen die Faser hingegen Wärme von außen ab und halten so kühl. Das ist wichtig, da Alpakas in den Anden, ihrem natürlichen Lebensraum, großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Die Wolle der Alpakas ist elastisch und strapazierfähig. Das macht sie langlebiger als Schafswolle. Lanolin, ein Wollfett, ist in der Faser kaum vorhanden. So können sich Bakterien nicht vermehren und sterben ab. Sie enthalten allerdings Eiweißmoleküle, welche die Neutralisierung von Schweiß übernehmen. Digga, wo hast du das her mit Muskon? Ich wette, wenn du das googelst, ist das irgendwas. Pheromon Muskon. Ja, immer. Ich google das gleich nochmal. Ja. Einmal ganz kurz. RimWorld hat mir da echt geholfen, weil durch RimWorld wusste ich natürlich, dass Alpaka-Wolle wärmer ist als normale Wolle. Ach krass, na gut. Deswegen habe ich C genommen und war richtig, nur mal so nochmal, also Computerspiele, ne? Die helfen immer. Kann man auch mal anstatt der Hausaufgaben machen, würde ich sagen. Ja, ihr habt dies gehört. So, letzte Frage. Alpakas und Lamas haben die einzigartige Angewohnheit, Stotting zu betreiben. Wobei handelt es sich hierbei? Antwort A ist richtig. Bei Schritttempo bewegen sich Alpakas im Passgang vorwärts. Das heißt, beide Beine einer Körperseite treten gleichzeitig vorwärts, wenn sie beschleunigen. Zum Beispiel auf der Flucht verfallen sie in Galopp. Eine Eigenart der Alpakas ist das Stotting oder Stotten. Beim Galoppieren hüpfen die Tiere dabei mit gestreckten Beinen in die Luft, wie es zum Beispiel auch von den Antilopen kennen. Was ist das?
Ja. Okay. Also, musstet ihr eure Punkte mitschreiben, weil. Ich hab zwei. Ich hab keine. Warte mal. Ich hab zwei. Ich glaube, Miller hat aber mehr. Miller, du hast gleich drei, oder? Ja. Ich habe, glaube ich, ganz gut reingerissen. Ich kann ja mal kurz einen kleinen Einschuss hier. Muskon ist eine organisch-chemische Verbindung aus der Gruppe der zyklischen Ketone und kommt in der Natur als Hauptkomponente von Moschus vor. Muskon wird als Duftstoff in Kosmetikprodukten, Parfüms, Seifen, Shampoos, Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzt. Okay. Ja. Alles hat er denn vom Moschustier einfach abgewandelt, ne? Also. Der coole alte Moschustier. Das habe ich verwirrt. Vier Punkte? Ich habe wirklich null. Ich habe wirklich mal null. Ich habe nur A falsch. Deswegen, also, Michi, es wäre vermutlich nicht so gut, wenn du dir einen Alpaka kaufst. Du denkst das richtig gut drauf, leg die Ohren an, jetzt kann gekuschelt werden und zack, hast du auf jeden Fall gut einen mitgekriegt. So richtig schön Glimmer im Gesicht und beißen tut es mich auch noch. Aber ich dachte schön halt noch, Tritt. Ich dachte halt noch safe, es wäre ein Pferd. Yep. Michi reitet auf seinem Alpaka durch Flensburg. Außer Hü. Wär jetzt schon nice. Ja, hätte schon was. Och, Kinders, ey. Ja, ich glaube. Nee, wir haben noch. Vielen Dank auf jeden Fall für die E-Mail. Wir haben noch eine Mail. Kommt noch was. Eine haben wir noch. Eine Mail haben wir. Hast du noch eine Mail von Fuxi auch noch? Oder? Nee, ich nicht, aber du hast noch eine. Ne? Ja, genau, auf jeden. Ja. Und zwar hat sich Jon Spengler hat sich gemeldet. Und der hat geschrieben, das fand ich nur so witzig. Hello, wish you're doing well. I arrived across your SoundCloud page and considered you'd be super to be more famous. I'm excited to introduce to you a website that would help you and your skills will be a great one. Decide to try it out. Und dann seine Seite halt, ne, und dann wish it's exactly what you were wanting for. Wish you best of luck out there and keep it going. Jon Spengler aus Iowa. Und ich glaube nicht, dass der aus Iowa kommt. Und ich glaube auch nicht, dass der Jon Spengler heißt. Oder? Dass du das noch vorlesen würdest, davon kriegen wir echt richtig viele. Ganz oft lösche ich die. Aber ich weiß nicht, die habe ich, keine Ahnung, das habe ich gestern Abend gelesen, musste so lachen, weil allein schon, I'm excited to introduce to you a website that would help you and your skills will be a great one, finde ich. Da bist du so weit entfernt von richtigen Englisch, das finde ich so geil. Oh, geil. Ja, das herrlich. War's. Mehr habe ich nicht. Ja, schön. Vielen Dank auf jeden Fall für die E-Mails, vor allem natürlich auch an Jon Spengler aus Iowa. Ich hoffe auch, seins will be a great one. Vielen Dank auf jeden Fall für die Quiz. Ja, super. Ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@bitesize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht ja mit ein paar mehr Informationen zu allen möglichen Dingen. Ach, zu den möglichen Treffen wäre ja auch nochmal. Da müssen wir auch nochmal drüber. Richtig. Jetzt noch mal ganz können kurz. Können wir nächste Woche an? Können wir nächste Woche an? Ja, richtig. Weil wir genau. Müssen irgendwie einen Termin finden. Und das Problem ist aber auch, das sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ich meine, die Zahlen steigen gerade wieder, ne? Von der ganzen Corona-Geschichte. Deswegen vielleicht. Ja, mit Abstand machen wir vielleicht ein kleines Discord-Grillen. Jeder grillt zu Hause und wir treffen uns im Discord und Michi macht die musikalische Untermalung mit seinem Mund. Nee, aber weiß nicht, wollte ich trotzdem einmal erwähnen. Aber vielleicht mit vernünftigen Abstand und so kann man das da ja nochmal. Am besten wär's, ihr schreibt vielleicht Termine diesen oder nächsten Monat, am besten eigentlich ja schon nächsten Monat, wo euch das passen würde. Ich würde sagen, wir machen es wie letztes Mal. Wir schlagen drei Termine vor, machen einen Straw-Poll, wo Leute sich eintragen können. Und dann, ich glaube, das ist am einfachsten. Machen wir so. Tippitoppi, bis nächste Woche. Bis dann. Und tschüss.